Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie ganz herzlich in Hamburg begrüßen. Wir sind wieder zu Gast bei Professor Rösch im UKE. Vielen herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Das ist mittlerweile der 7. DGR Live. Wir machen es jetzt schon seit 2 Jahren und wir sind ganz dankbar, dass wir wieder halt eben hier sein dürfen und mit Ihnen interessante Sachen vorhaben. Ja, gut, das ist sozusagen die verflixte 7. Sendung dann und deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen uns unter Strom und das Thema heute ist Stromanwendung. Ich beginne mal mit einem Zitat meines Lehrers Fritz Hagenmüller, der wurde mal beim Endoclub, das ist inzwischen historisch, gefragt: Fritz, welche Stromeinstellung nimmst du denn? Und er hat gesagt, ich drehe einfach drauf. Und um das ein bisschen zu differenzieren, hat sich dankenswerterweise die DGEA damit etwas eingehender beschäftigt, gemeinsam mit Sponsoren. Und das wird heute unser Thema sein. Genau, und Sie können sich halt eben auch wieder einbringen. Wir haben hier einen Chat für Sie eingerichtet. Das heißt, Sie können über den Chat Ihre Fragen stellen, mit den Experten in Kontakt treten. Wir werden die Fragen dann weiterleiten und dann halt eben auch einen schönen Austausch ermöglichen. Also bitte nutzen Sie die Möglichkeit, löchern Sie uns mit Fragen und mit Anregungen und Tipps und Tricks. Ja, wie schon gesagt, man kann mal eben schnell drauftreten aufs Pedal und das war's dann auch. Aber das Fachwissen auf ärztlicher und pflegerischer Seite ist natürlich schon wichtig, damit eine sichere Abtragung entsteht, damit Sicherheit für den Patienten besteht und auch eine entsprechende Untersuchungsqualität. Und daher haben wir uns halt eben gedacht, wir fangen jetzt nicht gleich mit einer Untersuchung an, sondern wir werden jetzt zunächst einmal mit einem kleinen Theorieblock anfangen. Und ich darf hierzu Herrn Philipp Kreskowiak von der Firma Olympus bitten, uns zunächst einmal in die Grundlagen der HF-Chirurgie einzuführen. So, jetzt machen wir hier mal einen kleinen Positionswechsel und ziehen das Ganze noch ein bisschen näher ran. Genau. So. Gut, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, um Ihnen, um dem Publikum, die Grundlagen der HF-Chirurgie einmal näher zu bringen. Und hierzu habe ich meinen Vortrag in 2 Teile unterteilt. Wir beginnen mit einem theoretischen Grundlagenteil. Der ist relativ kurz, ein paar Folien habe ich da mitgebracht. Und anschließend haben wir die Gelegenheit, an dem Generator mit dem Rumsteak die theoretischen Kenntnisse in die Praxis umzusetzen. Und beginnen möchte ich jetzt mit der Präsentation. Genau, das Thema hier ist Hochfrequenzchirurgie in der Endoskopie. Und ich war so frei und habe als Untertitel etwas provokant die Frage gestellt, wie fit sind Sie? Weil ich habe in der Vergangenheit auch festgestellt, dass das Thema HF in der Endoskopie nicht unbedingt das Lieblingsthema ist, aber es ist doch recht sinnvoll aus meiner Sicht, sich damit mal beschäftigt zu haben, um zu wissen, was passiert da beim Generator eigentlich, wenn ich verschiedene Modi einstelle, verschiedene Settings wähle. Und ich hoffe, dass ich Ihnen heute etwas näher bringen kann. Der erste Slide befasst sich mit, wann benötigt man hochfrequenten Strom in der Medizin. Das ist einmal bei der offenen Chirurgie, dann natürlich bei der Bauchspiegelung, bei der Laparoskopie und wir befinden uns heute in der Endoskopie und darauf möchte ich näher eingehen. Und was sind die typischen Fälle in der Endoskopie, wo man hochfrequenten Strom benötigt? Das ist natürlich zum einen die simple Abtragung von Polypen jeglicher Art, die Polypektomie. Weiterhin die Blutstillung, Hämostase, hier in dem Bild die Core Grasper von Olympus zu sehen. Dann die ESD, die endoskopische Submucosal Dissection, das ist jetzt der englische Titel. Dann die ERCP, um die Papille zu schneiden, die EMR und noch eine etwas fortgeschrittenere Prozedur, die POEM. In all diesen Prozeduren benötigt man Strom. Und was macht der Strom mit dem Gewebe? Es gibt verschiedene Effekte. Der eine ist, wir schneiden das Gewebe. Da sieht man in der Mitte, dass das Steak ist noch relativ roh. Das heißt, das Gewebe ist schön sauber durchtrennt. Strom hat aber auch die Eigenschaft, dass es das Gewebe koaguliert. Das sieht man am Rand von dem Steak dann. Und wenn man das weiter treibt, die Koagulation, kommt man irgendwann bei der Verkohlung an. Das möchten wir nicht. Das möchten wir bei der Anwendung von HF in der Endoskopie natürlich tunlichst vermeiden. Aber das sind grundlegend die 3 Effekte, die auftreten am Gewebe, wenn man hochfrequenten Strom verwendet. Und
Welche Faktoren spielen jetzt eine Rolle beim Gewebeeffekt selbst? Da gibt es zum Ersten das Instrument an sich. Es ist ganz entscheidend, welches Instrument man wählt. In dem Beispiel habe ich jetzt der Einfachheit halber einmal die monophile Schlinge ganz oben gezeigt, darunter die geflochtene Schlinge. Und der Unterschied bei diesen beiden Instrumenten ist die Oberfläche des Instruments. Und bei der monophilen Schlinge, die hat eine sehr geringe Oberfläche, weil sie sehr dünn ist. Die geflochtene Schlinge hat eine zum monophilen relativ große Oberfläche. Und je nach Oberfläche resultiert es dann am Gewebe zu einer gewissen Stromdichte, sprich kleine Oberfläche, große Stromdichte, große Oberfläche, geflochtene Schlinge, geringe Stromdichte. Und je nachdem, ob man mehr oder weniger Koagulation haben möchte, kann man das auch mittels der richtigen Instrumentenwahl beeinflussen. Genau, so, das war der erste Faktor, das Instrument selbst. Der zweite Faktor ist die Handhabung. Und bei der Handhabung spielt es eine entscheidende Rolle, zum Beispiel bei der Polypektomie. Die Schlinge wird um den Polypen gelegt und es wird ein gewisser Druck aufgebaut an der Schlinge und dann wird aufs Pedal getreten und der Schneidestrom fließt. Und jetzt ist entscheidend, wie und mit wie viel Druck schließe ich diese Schlinge. Und je langsamer ich die Schlinge schließe, desto mehr Zeit hat der Strom in das Gewebe einzudringen, desto stärker wird das Gewebe koaguliert. Und umgekehrt, je schneller die Schlinge geschlossen wird, desto weniger Energie kann ins Gewebe eindringen und der Schnitt wird, blutiger. Als nächstes haben wir noch die Gewebeeigenschaften selbst. Das heißt, es kann sein, während einer Prozedur, bei einer ESD, man schneidet und die Einstellungen sind dieselben, das Instrument ist das gleiche, die Geschwindigkeit vor einem Endoskop ist die gleiche vom Schnitt, aber das Gewebe verändert sich. Und hier kann es dazu führen, dass sich das Gewebe dann stärker aufheizt und stärker koaguliert. Und das ist einfach abhängig allein vom Gewebewiderstand. Und last but not least, ganz entscheidend, sind die Einstellungen am Generator. Die Einstellungen beinhalten einmal den Mode, der Verwendung findet, und im Mode selbst, welches Powerlevel stelle ich ein und welche Effektstufe. Dazu gehe ich später näher ein und das können wir auch nochmal ganz gut am Rumpsteak demonstrieren. Und je nach Mode, je nach Einstellung im Mode selbst, haben wir die Möglichkeit, hier auf der rechten Seite die verschiedenen Steak-Eigenschaften zu erhalten. Well done bis Englisch, wo mit blutigem Kern. Und das alleine nur durch die Einstellung am Generator selbst. Gut, es gibt natürlich auch Risiken, wenn man HF anwendet. Das erste ist, es kann zur Blutung kommen. Das heißt, man hat zum Beispiel einen Mode gewählt, man dachte, das reicht mit der Koagulation, wir möchten nicht zu viel koagulieren, weil zu viel Koagulation kann auch unter Umständen negative Effekte haben, aber was man häufig sieht, ist einfach, es treten Blutungen auf, die gestillt werden müssen. Zweite ist eine Perforation. Das kann eine Perforation sein, die sofort auftritt oder verzögert. Das heißt, der Patient wacht nachts auf und beklagt sich über Schmerzen im Bauchraum. Und der dritte Fall ist, das Gewebe wird verkohlt durch zu viel Energieeintrag ins Gewebe, was wir auch auf jeden Fall vermeiden möchten, in jedem Fall. Das heißt, die drei Risiken gilt es zu vermeiden, durch die richtigen Einstellungen am Generator und die richtige Handhabung des Instruments. So, und was sind jetzt die richtigen Einstellungen? Da stehen viele quasi vor so einer Tafel mit ganz vielen Gleichungen und wie nennt sich's, Variablen. Und es ist, ich muss zugeben, nicht ganz trivial. Und deswegen sind wir heute hier, um Ihnen das einmal näher zu bringen, dieses ganze Thema, um Ihnen auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Natürlich gibt es immer, auch von der Firma Olympus, Vorschläge. Wir haben Settings, die wir, eine Slide hatte ich noch. Danke. Es gibt Settings, die wir vorgeben als Guideline sozusagen, aber jeder Patient ist unterschiedlich, jeder Assistent hat anders gelernt. Das heißt, diese Settings sind nur eine
ich sag mal, eine Guideline. Es heißt nicht, dass unbedingt dieses Setting zu dem besten Ergebnis am Patienten selbst führt. Aber es ist ein erster Schritt und es geht in die richtige Richtung. Hier sehen wir jetzt Basic Settings, sage ich mal, für Polypektomie, für Hämostase, für bipolare Blutstillung. Dann haben wir Settings für die ESD, für das Markieren, für das Anschneiden, für das Abtragen und später für die Blutstillung. Wir haben Settings für die PoM, wir haben Settings für Argon-Plasma-Koagulation und auch Settings für den bronchialen Bereich in den Bronchien. Gut, ich würde vorschlagen, wir gehen über in den praktischen Teil. Und als erstes möchte ich den Faktor Instrumentenhandling aufgreifen, was wir gerade besprochen hatten. Hierzu habe ich mitgebracht das Dual Knife von der Firma Olympus. Hiermit möchte ich am Gewebe schneiden, am Rumpsteak. Wir sehen hier den ESG-300, der Hochfrequenzgenerator. Unter dem Generator ist die Argon-Plasma-Einheit. In der Session werden wir nicht näher auf Argon-Plasma eingehen. Wir werden uns hier mit monopolaren Einstellungen beschäftigen. Und ich habe jetzt einfach mal einen reinen Schneidestrom gewählt, um Ihnen zu zeigen, was es für Auswirkungen haben kann, am Gewebe das Instrument langsam oder schnell zu bewegen. So. Nö, das geht schon. Es ist relativ komfortabel. Können wir den Tisch einmal sehen? Sehr gut. Hier haben wir den Fußschalter. Der ist zum Glück kabellos. Sehr, sehr einfach zu bedienen hier auf dem Tisch. Zusammen mit dem Instrument und am Fleisch. Und ich werde jetzt an dem Setting selbst nichts ändern. Ich werde nur das Instrument in verschiedenen Geschwindigkeiten durch das Fleisch führen. Ich aktiviere jetzt den Fußschalter. Das war relativ langsam. Und jetzt noch ein schneller Schnitt. Und ja, doch, man erkennt es in der Kamera. Das Setting selbst hat sich gar nicht verändert. Und man sieht hier auf der linken Seite, wo ich den Schnitt relativ langsam oder wo ich das Messer relativ langsam durch das Fleisch gezogen habe, eine breite einen breiteren Koagulationsrand nach links und rechts, wenn man es mit dem schnelleren Schnitt auf der linken Seite vergleicht. Das heißt, wenn ich bei der Polypektomie als Assistenz einen Druckpunkt habe, ich greife normalerweise, fange den Polypen mit ein, habe den Druckpunkt, ja, gebe das als Feedback an den Untersucher und will dann langsam zuziehen, habe ich den erhöhten Koagulationseffekt. Genau, man könnte entweder Settings ändern am Generator selbst oder wenn man schon erahnt, dass es zum Beispiel zu Blutung kommen könnte bei der Polypenabtragung, könnte man ganz bewusst die Schlinge etwas langsamer schließen. Mhm. Das heißt, mehr Energie, die in der Zeit ins Gewebe eindringt, mehr Koagulation. Wenn ich das aber heißt, dann bei der EMR, bei der ESD eine schöne glatte Schnittfläche haben will, ist es dann eher zielführend, da schneller zuzuziehen? Bei einer EMR hat man meistens das Sicherheitskissen. Das heißt, hier kommt es gar nicht so stark zu einer Koagulation im Gewebe selbst, in der Mucosa. Hier bietet es sich an, reinen Schneidestrom zu nehmen. Mhm. In den meisten Fällen wird ein gepulster Schneidestrom verwendet, mhm, um mehr Kontrolle zu haben beim Schnitt. Gut, als nächstes Beispiel möchte ich auf das gepulste Schneiden eingehen, was ich eben schon erwähnte. Der Mode nennt sich bei Olympus PulseCut. Wir haben zwei verschiedene, einmal PulseCut Slow und Fast. Ich werde in dem Fall den schnelleren Schneidestrom verwenden und hier einmal demonstrieren, was es heißt, hier oben die Leistung zu verändern oder das Effektlevel. Hierzu möchte ich zunächst auf den maximalen Wert einstellen. Das ist bei dem Generator, der extra für die Endoskopie gedacht ist, 120 Watt. Das Effektlevel können wir jetzt erstmal vernachlässigen. Wenn ich jetzt am Fleisch schneide, sehen wir einen schönen gepulsten Schnitt. Und jetzt bitte einmal zurück auf das Display vom Generator.
Das war jetzt der maximal mögliche Wert, den man hier oben bei der Leistung einstellen kann, von 120 Watt. Den reduziere ich jetzt ganz bewusst auf zum Beispiel 60 Watt. Und dann noch einmal ans Fleisch, bitte. Man würde vermuten, sehen wir das Fleisch? Oh. Hier waren die beiden Schnitte. Zu ihrer Linken der 120 Watt Schnitt und rechts davon der 60 Watt Schnitt. Das heißt, wir haben die Wattzahl sozusagen halbiert am Generator. Der Schnitt selbst ist gleich geblieben. Man sieht keinen Unterschied. Das resultiert daher, dass der Generator selbst bei maximaler Einstellung, nur die notwendige Energie zur Verfügung stellt, um einen sauberen Schnitt zu ermöglichen. Das heißt, wenn ich im Untersuchungsraum bin und ich werde nach Settings gefragt, die jetzt für diesen Patienten ideal wären, sage ich immer aufs Maximum einstellen, 120, und auf den Generator vertrauen. Weil der regelt automatisch die Watt runter, dass immer noch ein Funke springt vom Instrument ans Gewebe und somit ein Schnitt ermöglicht wird. Also das heißt, auch wenn ich in dem rechten Kolon arbeite, würde das Gerät praktisch nachregeln. Genau, es regelt immer nach. Selbst im rechten Kolon, wo es relativ, ich will nicht sagen gefährlich ist, aber wo die Wandstärke doch deutlich dünner ist als im Magen zum Beispiel, würde ich immer sagen, dennoch auf 120 und dem Generator vertrauen, dass er automatisch herunterregelt. Jetzt gucken wir uns einmal die Effektstufe an. Die war jetzt auf 2 eingestellt. Ich möchte einmal den Unterschied zwischen 1, 3 und 5 darstellen. 1 ist die kleinste. Dazu gehen wir wieder aufs Fleisch. Das war Effektstufe 1. Ich erhöhe auf eine mittlere, Nummer 3. Und jetzt die höchste Effektstufe 5. Ja. Ich muss zugeben, das Messer ist etwas dreckig jetzt. Das heißt, der letzte Schnitt war nicht ganz so sauber. Aber was man vielleicht auch in der Kamera sehen konnte am Fleisch, ist, dass der Funke deutlich stärker wurde. Von 1 zu 3 und von 3 zu 5. Und im Prinzip ist hier die linke Koagulationsmarge geringer als die von der Effektstufe 3 und noch geringer als die von der Effektstufe 5. Ich muss leider sagen, es ist nicht ganz so einfach, hier an dem Stück zu präsentieren mit der Kamera, aber Sie haben bestimmt gesehen, dass der Funke deutlich intensiver war, je höher die Effektstufe eingestellt war. Und bei welchen Prozeduren würden Sie jetzt diese gepulsten Anwendungen empfehlen und bei welchen halt eben die kontinuierliche Schnittführung? Genau, dazu möchte ich nochmal einen halben Schritt zurückgehen. Das heißt, Power gerne auf 120 lassen und über das Effektlevel einstellen, wie viel Koagulation möchte ich haben bei diesem gepulsten Schnitt. So, das heißt, schneiden ist immer möglich mit 120 und man muss sich noch Gedanken machen, wie viel Koagulation möchte ich haben. Und jetzt nochmal zurück auf Ihre Frage. Angenommen, ich habe einen gestielten Polypen und ich erwarte eine Blutader innerhalb des Polypens. Und wenn ich dann diese Ader durchtrenne, kommt es zur Blutung. Das heißt, wenn ich jetzt mit Effektstufe 1 diesen Polypen abtragen würde, gepulstes Schneiden, Effektstufe 1, könnte es sein, dass es anschließend zur Blutung kommt. Deswegen würde ich präventiv auf Stufe 3 hochgehen, um während des Schnitts schon stärker zu koagulieren, dass ich im Nachhinein dann nicht noch Blutstillung betreiben muss. Und gepulst würde ich grundsätzlich in fast allen Prozeduren dazu raten. Es ist nur die Frage, ob gepulst slow oder fast, also schnelles gepulstes Schneiden oder langsames. Und das ist abhängig vom Anwender selbst, wie sicher er sich fühlt mit der Endoskopführung. Wenn er sich noch nicht ganz so sicher fühlt, wenn es eher ein angehender Endoskopiker ist, dann vielleicht Pulsecard slow und umso erfahrener kann er wechseln zu Pulsecard fast. Und wenn man sehr erfahren ist, kann man auch zum Beispiel bei einer ESD mit einem PureCut abtragen. Wenn ich jetzt hier abtrage und sehe, ich habe doch Verkohlungen punktuell oder halt eben auch in der Fläche, woran kann das liegen? Verkohlungen können eigentlich nur auftreten, wenn das Effektlevel selber
zu hoch gewählt wurde. Mit einem hohen Effektlevel steigt die Spannung. Und die Spannung führt dazu, dass ein sehr aggressiver Funke springt und der verkohlt das Gewebe. Das heißt, bei relativ niedrigen Effektstufen, ich sag mal 1, 2 bis maximal 3, sollte es nie zu Verkohlung kommen. Natürlich kann man, wenn man sehr, sehr lange, also das ist wirklich schon sehr lange, auf einer Stelle bliebe, kann es auch da passieren. Aber das ist so in der Praxis eigentlich nicht üblich. Wobei Sie ja sagten, dass Sie verschiedene Einstellungen, also Settings hatten Sie das genannt, ja, für die einzelnen Prozeduren im Prinzip haben. Genau. Und kann ich denn in der Prozedur auch dann selber verschiedene Einstellungen wählen, wenn ich verschiedene Arbeitsschritte mache? Genau. Ist das sinnvoll oder ist es sinnvoll, eher mit einer Einstellung durch eine Prozedur zu gehen? Das ist absolut abhängig vom Anwender selbst. Mhm. Ich habe Ärzte, die machen eine ESD mit einer Einstellung und auf der blauen Seite, auf der Koagulationsseite, dann vielleicht noch Softcore, aber die sind in der Lage, zu markieren, anzuschneiden, abzutragen mit einem und demselben Mode. Aber die sind auch sehr erfahren. Wenn man nicht ganz erfahren ist, gibt es Modes, die sind besser geeignet für, ich sag mal, Anfänger und Fortgeschrittene. Und die empfehlen wir dann. Und da könnte man die Settings in einer Art Prozedur im Generator speichern und hätte die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel den ersten Schritt der Markierung während der ESD abgeschlossen hat, dass man dann einmal hier drauf drückt in der Mitte und dann kommt man ins nächste Setting für den Anschnitt. Das heißt, man muss nicht zum Generator wieder und überlegen, welches Setting brauche ich jetzt, sondern man drückt ganz bequem auf den schwarzen Knopf in der Mitte vom Fußschalter und befindet sich direkt im nächsten Setting. Das heißt aber auch, diese unterschiedlichen Einstellungen würde ich dann halt, wenn ich mich für das Gerät entscheide, bei der Einweisung entsprechend ja. Wir machen erfahren, das so, ausprobieren können, sodass ich dann halt eben auch mein Setting ja, halt eben wählen kann. Die beste Erfahrung habe ich gemacht, wenn man einmal schaut, wie wurde in der Vergangenheit gearbeitet, welcher Generator war da in der Verwendung, mhm, welche Settings wurden da verwendet und dann entsprechend ähnliche Einstellungen zu finden an unserem Generator, aber dann ganz unbedingt diese Settings auch anzupassen. Weil oft wurden die alten Settings immer wieder verwendet, weil man nicht wusste, wie ändere ich die, die sind nicht ideal, aber irgendwie kriegen wir es hin damit. Besser ist es auch, die alten Settings nochmal zu überdenken, ganz wichtig. Und ob deswegen, man da Kritikpunkte hat von seiner genau, Koagulation oder... Genau, also oft stehe ich dabei, übertrage alte Settings auf den neuen Generator und sehe, dass diese Settings für diesen Anwendungsfall, für dieses Instrument, für den Patienten nicht ideal sind und rate dann zu einer anderen Effektstufe, anderer Mode vielleicht mhm, auch. Und bis jetzt waren die Leute, die ich damit dann unterstützen konnte, sehr glücklich, dass man ein besseres Setting gefunden hat mhm, letzten Endes und nicht diese alten Settings immer weiter fortgeführt hat, sondern... Mhm, die man neu überdacht hat. Ja. Aber es sind ja auch nochmal eine Message, dass man einfach dann auch nochmal die Rücksprache nimmt mit den ja, entsprechenden Herstellern. Ganz wichtig, das ja, ist. Ich würde nicht blind auf die vorgeschlagenen Settings vertrauen. Sie sind okay, sie geben eine Richtung an, aber sie werden nicht für jeden Anwender unbedingt die idealen Settings sein. Weil jeder schließt das Messer anders, die Schlinge. Es werden andere Schlingen vielleicht verwendet. Das eine Krankenhaus sagt unbedingt monophil. Andere sagen, nein, ich brauche schon eine geflochtene, um eine gewisse Hämostase zu haben. Und deswegen die Settings immer anpassen unbedingt. Was mir gerade noch einfällt ist, wir hatten jetzt nur über Schneidemodi gesprochen. Auf der rechten Seite haben wir noch Koagulationsmodi. Hier ist es ein wenig anders. Ich wähle mal Softcork, der gewöhnlichste Mode, den man oft mit der Cork Grasper zusammen sieht. Und hier hat man auch wieder Power und Effektlevel. Hier muss man sich das so vorstellen, dass man hier eben nicht auf Maximum geht, sondern, ich nehme mal die Analogie zum Fahrrad, die meisten von uns sind Fahrradfahrer und können sich darunter was vorstellen, man hat vorne das Ritzel, in der Regel 2 bis 3 Ritzel und hinten nochmal so ein Ritzel-Set von 7, 8 verschiedenen. Und wenn man vorne umschaltet, hat man einen großen Unterschied plötzlich, wenn man jetzt in der Ebene fährt und hier ist eher das Feintuning. Das heißt, wenn man großen Unterschied haben möchte, große Veränderungen bei der Koagulation, bei Softcork zum Beispiel, geht man hier im Effektlevel hoch und das Feintuning später macht man hier mit der Leistungseinstellung. Gut, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich denke, wir kommen nachher auch ein paar Fragen. Ich hoffe es. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja hier, ja, um auch entsprechend in den Dialog zu treten. Wir würden jetzt gerne in einen anderen Raum schalten, weil wir neben der HF-Chirurgie auch nochmal die Argon-Plasma-Koagulation mhm, beleuchten wollen. Und auch hier, denke ich, ist es wichtig, dass wir nochmal das Prinzip verstehen. Und ich darf Ihnen Herrn Martin Uffinger vorstellen von der Firma Erbe.
Und wir können jetzt in den Raum 4 rüberschalten. Genau, da sehen Sie Herrn Uffinger schon. Und Sie werden uns jetzt nochmal die Argon-Plasma-Koagulation erklären. Richtig, ja. Vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, um eben die Argon-Plasma-Koagulation Ihnen etwas näher zu bringen. Vielleicht starten wir dazu gleich mal die Präsentation. Und ja, Thema soll natürlich die Argon-Plasma-Koagulation in der Endoskopie sein. Bei der Argon-Plasma-Koagulation selbst handelt es sich jetzt im Grunde um eine monopolare Spezialanwendung. Und wie Sie ja gerade eben schon hören konnten, kommen bei der Elektrochirurgie durchaus Funken zum Einsatz, auch hohe Spannungen. Und das Ziel der Argon-Plasma-Koagulation, muss man sagen, ist wirklich vergleichsweise sehr hohe Spannungen zu nutzen, also mitunter über 4000 Volt. Und durch eine geschickte Regelung dieser hohen Spannungen Funken zu erzeugen, indem man das eben sehr klug anstellt, einen extrem oberflächlichen Gewebeeffekt geben können. Auf der anderen Seite kann man aber allerdings auch eine effiziente Hämostase erreichen. Vielleicht, wenn wir jetzt noch mal einmal die Folie weiterschalten, dann sehen Sie ein paar Vorteile der Argon-Plasma-Koagulation. Für die Endoskopie natürlich besonders interessant ist dieser oberflächliche Effekt, weil man damit im Vergleich zu Standard-Koagulationsmethoden vor allem das Perforationsrisiko reduzieren kann. Nichtsdestotrotz hat man die Möglichkeit, hier auch noch die Koagulationstiefe anzupassen. Also da spielen sehr viele verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen natürlich die Wahl des Modes am Gerät, dann auch hier die Effekteinstellung. Ein höherer Effekt verursacht üblicherweise eine stärkere Koagulation, aber auch wie lange auf der gleichen Stelle zum Beispiel koaguliert wird. Also ob jetzt eher eine statische Anwendung stattfindet oder ob wirklich in der dynamischen Bewegung die Sonde über das Gewebe gezogen wird, sodass ich dann dort auch einen nicht so tiefen Gewebeeffekt erreichen kann. Die anderen Vorteile, die kommen häufig eher in anderen Bereichen zum Einsatz, zum Beispiel, dass man sehr gut große Flächen versorgen kann. Das ist dann eher interessant vielleicht auch in der Chirurgie, wenn es um die Leber geht. Deswegen möchte ich hier gleich mal weiterspringen auf die nächste Folie, um das Grundprinzip der Argon-Plasma-Koagulation noch mal etwas genauer zu beleuchten. Also wie schon bereits erwähnt, handelt es sich um eine monopolare Anwendung und daher brauchen wir hier eine neutrale Elektrode unter dem Gewebe. Also ohne geht es auch hier nicht. Und jetzt auch noch einmal die Folie weiter, bitte. So, das könnte jetzt die Situation sein, die wir vielleicht mit einem Standard-Elektrochirurgie-Instrument hätten. Und angenommen, dieser Spalt wäre jetzt ungefähr 5, 6, 7 mm groß zwischen der Elektrode und dem Gewebe, dann wäre es selbst mit hohen Spannungen, die so ein Elektrochirurgiegerät normalerweise abgibt, nicht mehr möglich, hier Funken zu bilden, die lange genug sind, um den Kontakt wiederherzustellen. Und das ist notwendig, um überhaupt einen Gewebeeffekt zu bekommen. Also die Wärme bei der Elektrochirurgie, bei der Anwendung von Strom am Patienten, kommt direkt im Gewebe zustande. Der Trick, in Anführungsstrichen, wie ich jetzt diese langen Funken erreichen kann, ohne die Spannung unnötig weiter nach oben zu fahren, was ja auf der anderen Seite negative Effekte wieder mir einkaufen würde, ist jetzt Argongas zu verwenden. Vielleicht nächste Folie bitte, die das etwas veranschaulicht. Das bedeutet, einmal weiter bitte. Diese Instrumente, die haben ein zusätzliches Lumen, durch das Argongas direkt in das Operationsgebiet ausströmen kann. Und mit Hilfe dieses Argongases kann ich jetzt bei gleichen Spannungen, wie ich die auch in der normalen Elektrochirurgie, zum Beispiel bei einem Spray-Coag verwende, Funken erreichen, die deutlich länger sind. Also Sie werden das nachher noch an kleinen Versuch am Gewebe sehen. Funkenlängen von einem Zentimeter sind überhaupt kein Problem, das kann man leicht erreichen. Ist natürlich am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, zu sagen, okay, diese richtig hohen Spannungen am Patienten, aber diese Elektrochirurgie ist, wenn man die nötigen Vorsichtsmaßnahmen bei der Patientenvorbereitung vor allem verwendet, eine sichere Technologie. Gerade die Argon-Plasma-Koagulation erlaubt es jetzt eben hier wirklich diese oberflächlichen Gewebeeffekte zu erreichen. Die Grundidee dabei ist es jetzt eben, die Luft im eigentlichen Anwendungsgebiet zu verdrängen, da Sie dieses Plasma sehr einfach gesprochen leichter bilden können, wenn Sie hier Argon-Gas verwenden statt diesem normalen Luftgemisch oder auch CO2, wenn wir jetzt von der Endoskopie sprechen. Wenn man die Folie sich ansieht, kann man schon vermuten, da könnte es ja auch sein, dass etwas Argon-Gas vielleicht mal in ein offenes Blutgefäß reinkommt. Das ist auch an sich eine richtige Annahme. Dazu vielleicht auch gleich wieder die nächste Folie.
Und es ist zwar eine seltene Komplikation, aber es ist ein theoretisches Risiko bei der Anwendung von Argon-Plasma-Technik, dass es zu einer sogenannten Edelgasembolie kommt. Der Grund dafür ist, dass Argongas nun eben ein Edelgas ist und wenn sich das mal in Blutgefäßen befindet, dann ist es nicht möglich, das dort irgendwie zu binden. Vielleicht einmal die Folie weiterklicken. Und dieses Gas bleibt also in seiner gasförmigen, als Gasbläschen vorhanden und unter Umständen besteht dann eben das Risiko, wenn es zu viel Gas sein sollte, dass es sich in kleineren Blutgefäßen sammelt und dort zu einer Verblockung, also zu einer Embolie führt. Jetzt kann man dieses Risiko allerdings sehr stark reduzieren, also eigentlich wirklich auf ein absolutes Minimum herunterfahren, indem man bestimmte Sicherheitsmaßnahmen sich im Hinterkopf behält. Vielleicht dazu auch noch mal einmal weiterklicken, dann kann man da nebenher gleich mal folgen. Das erste ist, auf diesen Steckern dieser Argon-Plasma-Koagulationssonden befindet sich eine Information, wie viel Argongas wirklich für die Anwendung benötigt wird. Diese Information ist abhängig von der Art der Sonden, auch vom Durchmesser, also sind wirklich optimierte Werte. Es ist allerdings theoretisch möglich, diese Werte zu verändern. Allerdings gibt es keinen wirklich guten Grund, hier die Werte extrem zu erhöhen. Es gilt nicht das Prinzip, viel hilft viel. Sie werden keine bessere Argon-Plasma-Koagulation erhalten, nur weil Sie mehr Argongas verwenden. Ganz im Gegenteil, irgendwann hätten Sie eher negative Auswirkungen. Und natürlich würde man damit auch ein höheres Risiko eingehen, mehr Argongas auch in die Blutgefäße einzuleiten. Ein zweiter Punkt, ausreichende Leistungs- oder Effekteinstellungen. Was es mit diesen Einstellungen auf sich hat, sehen wir am Ende noch in einem kurzen praktischen Teil. Die Idee, hierbei nicht zu kleine Einstellungen zu verwenden, ist ganz einfach. Wenn das Argon-Plasma sich gezündet hat, dann werden diese Blutgefäße natürlich sehr schnell verschlossen und damit kann auch kein Argongas mehr eindringen. Und deshalb sollten die jetzt nicht zu klein gewählt werden, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Die anderen beiden Punkte fasse ich gerne zusammen, die als nächstes kommen. Argongas nicht in offene Blutgefäße leiten und es eben auch nicht, also berührungslos wirklich über das Gewebe zu führen, die Sonde. Grund ist ganz einfach, wenn man bei Aktivierung bereits in Kontakt geht mit dem Gewebe, dann wird bei Aktivierungsstart natürlich zu Beginn erstmal Argongas aktiv dorthin gepumpt. Deswegen immer die Argon-Plasma-Koagulation mit einem gewissen Abstand zum Gewebe verwenden. Niemals direkt in Gewebekontakt, sondern immer zumindest einen kleinen Abstand halten, um sicherzustellen, dass Blutgefäße verschlossen werden, bevor Argongas dort eindringen kann. Argongas sollte jetzt nicht unbedingt zum Spülen verwendet werden. Ist auch nicht wirklich nötig. Kohlenstoffdioxid reicht vollkommen aus. Ist in der Regel, glaube ich, auch günstiger. Also hier weiter auf CO2 setzen. Noch ein kleiner Hinweis für Sie, den Sie auf der nächsten Folie sehen werden, bei Anwendung dieser Argon-Plasma-Koagulationssonden. Sie sehen hier so Markierungsringe. Die sind jetzt auch auf der Folie dargestellt. Und bei der Aktivierung bitte darauf achten, dass Sie diesen ersten dickeren Ring wirklich auch in Ihrer Optik wahrnehmen und sehen können. Der Grund hierfür ist, dass Ihr Endoskop, das Gerät natürlich zu gewissen Teilen auch aus Metall aufgebaut ist. Und wir arbeiten hier eben nicht mit einem Laser. Viele verwechseln das ganz gern, haben so das Gefühl, ja, das kommt so vorne so ein Strahl raus. Nein, wir arbeiten mit Strom und der Strom möchte ja eigentlich gerne den kürzesten und einfachsten Weg gehen. Und wenn Sie die Sonde, die Sondenspitze, das distale Ende nicht weit genug aus dem Arbeitskanal ausgeführt haben, dann kommt es eben dazu, dass unter Umständen auch Funken zurück auf das Gerät springen können. Also im Sinne des Schutzes Ihrer Gerätschaften hier bitte immer darauf achten, dass Sie da wirklich diesen Zentimeterring sehen können vor der Aktivierung. Also ein bisschen Abstand zum Endoskop, Abstand zum Gewebe und dann ist die Argon-Plasma-Technologie an sich wirklich sehr, sehr sicher. So, wenn Sie die Argon-Plasma-Technik verwenden möchten, brauchen Sie natürlich etwas zusätzliche Gerätschaften. Ich habe heute hier einen VIO 3 stehen. Für die Argon-Plasma-Technik reicht die reine HF-Einheit nicht aus. Man braucht auch noch dieses APC-3, das Sie hier drunter sehen können. Damit kommt nämlich die Buchse, in der Sie die Argon-Plasma-Instrumente anschließen können. Genau, also hier sieht man nochmal das Setup an sich. Die Bedienung erfolgt komplett hier oben über das eigentliche HF-Gerät, über das VIO 3. Und was man bekommt, gerade für die Endoskopie, sind letzten Endes drei Modes. Also drei verschiedene Einstellungen. Eine davon kann man nochmal einteilen, diesen Pulsed APC. Und ich möchte Ihnen in der verbleibenden Zeit diese drei Modes gerne etwas vorstellen, was man damit machen kann. Die sind jetzt in einer Reihenfolge sortiert, dass
man im Durchschnitt sagen kann, wir gehen von der intensivsten Hämostase schrittweise zu oberflächlicheren Anwendungen, sodass ich dann am Ende wirklich sagen kann, ja, die letzten beiden Modes, die letzten Einstellungen kann ich mit gutem Gewissen auch im rechten Kolon verwenden und dabei eigentlich ein Perforationsrisiko, auch eine verzögerte Perforation im Grunde fast ausschließen kann. Es hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Anwendung ab, aber diese Einstellungen sind durchaus sehr sicher. Und dazu möchte ich gerne jetzt mit dem Forst APC beginnen. Es ist sehr verwandt, vielleicht kennt der ein oder andere draußen mit dem Spray-Coag, den man in der Standard-Elektrochirurgie verwendet, nur eben jetzt unter Einfluss von Argongas, und damit kann man die Funkenlänge, wie gesagt, zu Beginn deutlich erhöhen. Forst APC, da es ja die intensivste Methode ist, kann auch eingesetzt werden, um wirklich Tumorablationen durchzuführen. Ein Beispiel, das Sie hier sehen, ist auch diese Gewebebrücke bei einem Zänkel, die Vertikel zu zerstören damit. Also da kann der Energieeintrag durchaus vergleichsweise hoch sein. Allerdings immer der Hinweis darauf, Sie können auch einen Forst-APC über die Effektstufen sehr weit runter regulieren. Also auch damit kann man schon sehr oberflächlich arbeiten. Es ist nicht so, dass Sie mit einem Forst-APC grundsätzlich das Gewebe großflächig wegbrennen. Es ist eine Anwendungsmöglichkeit, hier eine effektive Ablation und eine sehr effektive Hämostase herbeizuführen. Würde ich dann allerdings eher bei den dickwandigeren Strukturen, vielleicht im Magen zum Beispiel, verwenden. Andere Beispiele, die sehen wir jetzt gleich noch auf der nächsten Folie, bitte. Zum Beispiel eben ein Stand-in-Growth, also hier auch wieder offensichtlich der intensivste Energieeintrag hilft hier. Sie sehen das unten an den zwei Bildern, die Stenose und dann der frei abladierte Stand, wenn man das so möchte. Oder auch die Beispiele 1 und 2, die man auf der Folie eben auch noch sehen kann von Adenomen, wie man die reduzieren kann mit Hilfe von einem Forst-APC. Wenn man diesen Forst-APC jetzt feiner dosieren möchte, dann kommt man im Grunde, ja, es gibt auch manche Anwender, die das praktisch manuell machen und anfangen, diesen Forst-APC langsam zu tappen, immer kurz auf den Fußschalter zu gehen und kurz zu aktivieren. Das kann man jetzt noch etwas kontrollierter machen, indem wir eben den Pulst-APC verwenden, wenn wir da kurz zur nächsten Folie springen wollen. Hier kam aus dem Chat eine Frage, ob es da eben Effekte gibt, wenn ich einen gecoateten Stent habe und im gecoateten Stent appladiere. Habe ich Probleme mit dem Covering? Das ist eine relativ gute Frage. Die Hitzebeständigkeit von diesem Cover kann ich jetzt schlecht beurteilen. Üblicherweise sollte das Gewebe sehr viel heißer werden als der Stent selber und damit also auch das Covering. Sie wollen ja im Großen und Ganzen das Gewebe nicht zu extrem heiß machen, also auch im Vergleich zu dem, was wir vorhin gesehen haben, zu einem Schneiden mit Elektrochirurgie, mit HF-Chirurgie, sind die Temperaturen üblicherweise immer noch vergleichsweise niedrig. Und von dem Stand selber, von den Metallteilen, wird eigentlich der Strom sehr schnell wieder weitergeleitet. Und auch die kühlen sich auch sehr schnell wieder ab im Vergleich. Ja. Hier kam auch noch eine zweite Frage in Bezug auf die Sonden. Es gibt ja auch Sonden mit einer Keramikspitze. Wann die zum Einsatz kämen? Ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es zum einen natürlich die Bevorzugung des Anwenders, also was dem eher liegt. Die Keramikspitze hat etwas den Vorteil, wenn Sie jetzt, ich versuche das mal hier etwas darzustellen an meiner Hand, wenn Sie flach über das Gewebe arbeiten wollen und Sie haben eher vor, so eine ziehende Bewegung zu machen, dann wird diese Keramikspitze den Argongasfluss natürlich umleiten etwas und entlang dieses Argongasflusses, also wo wirklich Argongas auch vorhanden ist, da entstehen diese Funken am ehesten. Man darf sich die Argon-Plasma-Koagulation nicht vorstellen wie einen Laser. Also es ist nicht so, dass Sie damit in der Art zielen und dann wird es immer eine gerade Linie Ziel werden, sondern der Strom wird ein bisschen abhängig natürlich jetzt von dem Bereich, wo wir Argongas haben, sich den kürzesten Weg zum Gewebe suchen. Und das führt dazu, dass Sie eben auch flach über das Gewebe ziehen können. Und dann, ich versuche das nachher vielleicht mal am Steak zu zeigen, bei der Aktivierung. Bitte? Und dann tangential praktisch. Dann kann man eben genau tangential arbeiten. Und dabei hilft diese Keramikspitze ungemein, indem sie eben den Argonfluss umlenkt und auch gar nicht ermöglicht, wirklich tangential, also dass in gerader Richtung die Funken entstehen.
Da haben wir einen Isolator dazwischen, nennt man das Ganze dann Keramik, ist ein sehr schlechter Leiter oder ein Isolator eben. Mhm. Und dadurch werden die Funken zusammen mit dem Argongas in Richtung des Gewebes gelenkt. Okay. Ich versuche das vielleicht nachher mal grob zu demonstrieren. Ich habe jetzt leider keine mit Keramikspitze hier, keine Sonde. Aber so ein bisschen kann man diesen Effekt trotzdem sehen, dass die erklärt. Von daher passt Funken das, ja. sich das suchen. Ja, genau. Schauen wir nachher mal nochmal, ja. ob wir Zeit haben. Danke. Okay, dann weiter mit dem Pulst-APC. Wie gesagt, eine Art wie beim Forst-APC, aber eben sehr fein dosiert. Da gibt es jetzt zwei Einstellungen. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Geräteklasse oder welche Gerätegeneration Sie haben, wenn es ein Erbegerät ist. Wenn Sie das VIO 3 haben, und ich möchte mich da heute auch hier drauf beschränken, dann gibt es zum einen die Einstellung langsam. Da haben Sie, naja, so etwa, also ich zeige es jetzt einfach vielleicht doch mal direkt am Gerät. Also wir gehen in das Programm. Ich stecke jetzt dann auch in die Sonde gleich mal ein. Sie werden dann hier unten sehen, da leuchtet die Buchse auf. Dann weiß ich, okay, die kann hier rein. Dann erfolgt zu Beginn erstmal eine Spülung mit Argongas, das ja wirklich vorne am distalen Ende des Argongas schon angekommen ist. Und wenn ich jetzt hier oben den Mode auswähle, den Pulst-APC, dann gibt es bei der Effekteinstellung hier noch langsam und schnell. Bei der Einstellung langsam, da haben Sie einen Abstand von etwa einer Sekunde. Es ist ein bisschen weniger, es sind 800 Millisekunden, aber wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Details gehen. Kriegen Sie immer einen vergleichsweise intensiven Puls. Also das ist, als würden Sie sehr kurz den Forst-APC manuell aktivieren. Werde ich nachher noch demonstrieren. Und man kann die Einstellung dann eben auch ändern auf schnell. Dann sind die Pulse an sich sehr viel kürzer, aber auch deutlich näher zusammen. Man kann die Pulse gerade noch so mit dem Auge ganz gut unterscheiden, aber man sieht schon, okay, die Abstände werden deutlich geringer. Und je nachdem, was ich jetzt machen möchte mit diesen Koagulationsformen, mit diesem Pulst-APC langsam oder auch schnell, da gibt es natürlich dann unterschiedliche Anwendungen. Wie gesagt, die langsame Variante von dem Pulst-APC ist jetzt noch etwas die intensivere, weil eben jeder Puls an sich mehr Energie in das Gewebe einbringt und kann deswegen auch noch sehr effizient für die Blutstillung verwendet werden, also chronische oder auch akute Blutungen, aber auch für eine anschließende Hämostase nach einer Biopsieentnahme oder auch nach einer Polypektomie sind es durchaus Möglichkeiten, hier eine Blutstillung zu machen. Ähnlich sieht es natürlich bei der ESD aus, also bei der endoskopischen Submukosa-Dissektion. Die hatten wir vorhin auch schon mal kurz gehört im letzten Vortrag, dass wir hier eben anschließend auch noch zusätzlich Gewebe divitalisieren können. Oder eine besondere Anwendung ist tatsächlich auch noch die Abtragung des Epithels, des umgewandelten Epithels beim Barrett-Esophagus. Genau, das wären jetzt noch Beispiele, die man eben auch mit dem Pulse-APC bearbeiten kann, also kleine Angiodysplasien, da kann man dann den Energieeintrag eben sehr genau, sehr gezielt machen. Wenn ich sage, ich habe eine wirklich kleine Stelle, einmal ein kurzer Puls, habe ich genug Zeit, dann vom Fußschalter herunterzugehen, um zu viel Energie im Gewebe zu vermeiden. Oder jetzt eben auch dieser Wassermelonenmagen, dieses GAVE-Syndrom, dass man das hier eben auch devitalisieren kann. Und dann möchte ich Ihnen noch ganz kurz die, ich sage es mal, oberflächlichste und vorsichtigste Anwendung der Argon-Plasma-Koagulation vorstellen. Auf der nächsten Folie werden Sie den Precise APC sehen. Der ist im Großen und Ganzen unabhängig vom Gewebeabstand, also Abstand Gewebe-Elektrode, was natürlich wichtig ist, wenn man die Peristaltik mit im Hinterkopf hat. Und speziell jetzt eben in diesen sehr dünnwandigen Strukturen kann man hier einen unwahrscheinlich oberflächlichen Gewebeeffekt erreichen. Und da sage ich es jetzt nochmal dazu, gerade beim VIO 3 hier, bei dem APC 3 ist das wirklich, ja, also ich bin großer Fan davon, aber Sie müssten sich vielleicht selber ein Bild machen. Ich versuche es gleich auch nochmal zu zeigen. Hat man auch wirklich genug Zeit, wenn man sieht, okay, da ist jetzt die Blutstillung, die ich haben möchte, beispielsweise dann die Aktivierung rechtzeitig zu beenden. Und wenn ich jetzt nach einer EMR oder ESD noch Restmaterial stehen habe und möchte meinetwegen die Resektionsränder nachbehandeln, da habe ich ja im Prinzip schon eine dünnere Wand, weil ich abgetragen habe. Ja. Würden Sie dann empfehlen, auch den Precise APC zu nehmen oder eher die anderen Einstellungen? Hängt zum einen natürlich. Unabhängig jetzt von, wo ich mich im Colon befinde. Genau, das wollte ich gerade sagen. Hängt jetzt ein bisschen davon ab, wo ich gerade bin und letztendlich, wie tief ich dann auch schon abtragen musste. Precise kann man auf alle Fälle dann, denke ich, noch verwenden. Aber hierfür wäre ich vielleicht eher noch für einen nicht zu hoch eingestellten, schnellen Pulsed APC zu haben. Mhm. Also rechtes Colon generell bin ich persönlich Fan von
Precise APC, aber es gibt da so überlappende Bereiche, also wo Sie einen Forced APC einsetzen können, wenn Sie den runterschalten, können Sie irgendwann auch einen etwas höheren Pulsed APC stattdessen nehmen und so setzt sich das fort, sodass praktisch keine Bereiche ausgespart bleiben, sondern abhängig von wirklich den Präferenzen des Anwenders kann man hier die entsprechenden Einstellungen finden. Dazu helfen dann die Kollegen natürlich auch gern mit, die versuchen dann zu begleiten und die Einstellungen, die passen, die speichert man ganz einfach im Gerät ab und muss nächstes Mal dann nur, wenn man Änderungen vornehmen möchte, überhaupt etwas anpassen. Ansonsten kann man mit diesen Einstellungen natürlich dann immer arbeiten. Alles klar. Genau. Dann sind wir im Grunde, glaube ich, mit der Präsentation soweit schon durch. Erstmal vielen Dank nach draußen. Auch. Hier kam noch eine Frage. Ja, gerne, klar. Und zwar, ich arbeite bei den Resektionstechniken oft mit einer aufgesetzten Distalkappe. Aha. Hat das einen Effekt auf die Argon-Plasma-Koagulation? Gut, Sie müssen die Sonde weit genug rausschieben, dass Sie natürlich die Funken aufs Gewebe an der Stelle kriegen können. Es darf jetzt dieses Plastik, sage ich mal, nicht, der Kunststoff nicht zwischen der Sondenspitze und dem Gewebe sein. Weil Das heißt, ich orientiere mich dann am Ende der Kappe praktisch. Würde ich in dem Fall so machen, vielleicht sogar noch einen Tick weiter rausgehen, wenn Sie jetzt die mit der Keramikspitze haben, diese Circumferential, wie wir die nennen, weil Sie da ja dann eben wirklich eben mit dieser tangentialen Bewegung. Ja, aber dann ist es nicht das Niveau des Endoskopes, sondern das Niveau praktisch der Kappe, an der ich Ansonsten schränken Sie die Region ein, an der Sie wirklich Argon-Plasma-Koagulation machen können. Wenn Sie sagen, an der Stelle, wo Sie die Kappe haben, da möchten Sie gerade eben keinen Effekt haben, sondern Sie wollen eh weiter vorn, also jenseits der Kappe, dann können Sie es auch ein bisschen innerhalb der Kappe lassen. Aber ich würde mich eigentlich schon am Ende der Kappe orientieren, um hier wirklich sauber arbeiten zu können. Alles klar. Dann sagen wir erstmal herzlichen Dank. Wir sehen uns gleich nochmal wieder, sodass wir noch Fragen beantworten können. Soll ich noch kurz die Effekte zeigen oder sind wir schon so knapp in der Zeit? Ich würde es kurz machen. Einmal kurz die verschiedenen. Ja, es dauert vielleicht. Es dauert vielleicht eine Minute und dann sind wir durch. Das ist cool, das ist eine gute Versprechung. Alles klar. Also fangen wir an von stark nach schwach. Wir fangen mal mit dem Forced APC an. Ich zeige es kurz am Stake. Ich werde immer so Bahnen ziehen und danach können Sie sich selber einen Eindruck machen. Man sieht, die Funken sind wirklich ziemlich lang. Natürlich kann man den Effekt entsprechend anpassen. Das hängt jetzt an Ihren Vorlieben, was Sie auch gerade machen möchten. Das geht hier auch sehr zügig. Dann sieht man schon, der ganze Beam ist deutlich intensiver. Man kriegt natürlich auch eine stärkere Hämostase. Kurz zum Pulsed APC. Stellen wir auch ein klein wenig hoch, damit man etwas mehr sieht. Und fangen mit langsam an, damit Sie hier das sehen können. Das waren diese Pulse etwa jede Sekunde. Ganz grob gesagt, sodass ich auch die Möglichkeit habe, hier wirklich aufzuhören. Lichtbogen, ne? Es wird oft als Lichtbogen bezeichnet. Streng physikalisch gesehen sind es immer wieder Funken, die entstehen und wieder abbrechen. Das unterscheidet es vom Lichtbogen, aber es ist auch kein Problem, wenn man es als Lichtbogen... Ich bin kein Physiker. Kein Problem. Und wenn man das Ganze jetzt eben schnell macht, dann sieht man, man kann die Pulse kaum noch unterscheiden. Der Gewebeeffekt wird jetzt eben wieder oberflächlicher. Und diese besonders oberflächliche Anwendung, die ich Ihnen zeigen wollte, das machen wir jetzt mal kurz mit 5 von 10. Da werden Sie sehen, da kann man wirklich auch mal etwas kurz auf dem Gewebe bleiben. Und dann kriegt man hier sehr oberflächlich sehr schöne kleine Koagulationspunkte. Haben wir einen schönen Einblick bekommen. Vielen herzlichen Dank. Und ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat geholfen. Wenn Sie noch Fragen haben, da draußen auch. Wir bieten Schulungen gerne an. Gehen Sie auf die Homepage. Wir haben auch ein E-Learning. Wir kommen auch zu Ihnen. Es ist ein komplexes Thema. Deswegen ist es in der Kürze der Zeit, Sie haben es gemerkt, gar nicht so einfach. Gut, Dankeschön. Aber Sie bleiben uns ja noch erhalten. Genau. Und wir wenden uns dann gerne wieder an Sie. Ne? Danke. So, jetzt gehen wir von der Theorie in die Praxis und werden jetzt in den Koloskopieraum umschalten, wo Professor Rösch und Nicole Jort und Petra Holzke-Hasselbach und Birgit Wolthal schon in Aktion sind. Hoffe ich zumindest. Ja, das sind Sie. Ja, schönen guten Abend. Wir begrüßen Sie jetzt auch aus unserem Raum und wir haben die Patientin schon vorgespiegelt. Das Gerät für diese Untersuchung, wir wollen ja Polypabtragung machen. Sie kommt aus dem niedergelassenen Bereich und hat diverse Polypen. Und wir haben das Gerät mit einem Igel versehen. So sieht das aus. An der Brust. Das kennen Sie ja. Können wir das mal fokussieren?
sieht es gut, man sieht es wirklich gut. Oh ja. Ja. Wenn Sie das einführen, dann legt sich der Igel an und wenn man zurückzieht, macht er die Falten flach, wie man hier sieht. Klappt er die weg. Klappt sie weg, genau. So, gut. Ganz kurz noch, das ist eine Ende 30-jährige Dame, die ging wegen Blähungen und unspezifischer Beschwerden zum Arzt. Und die Koloskopie hat jetzt auch keine Ursache gefunden, aber jede Menge Polypen. Und war auch nicht ganz sauber, ne? Nein, sie war nicht ganz sauber. Daher haben wir an den Endoskop ein Winkelstick angebaut und eine zusätzliche Saugung, dass wir immer regelmäßig spülen können. Können wir mal fokussieren? Hier rauf bitte, genau. Ah ja. Hier ist ein kleiner Hebel, wenn man den umdreht, dann geht die Saugung direkt durch den Arbeitskanal und ist relativ stark. Aber es gibt noch einen kleinen Trick, eine Zwischenstufe, ne? Eine Zwischenstufe, ja. Und gut. Zwar, wenn Sie so Körnchen sehen, dann können Sie auch mal hier das Ventil abnehmen, damit es nicht hier stecken bleibt im Ventil. Und dann saugen Sie nur mit dem Ventil. Das ist Stufe 1 und Stufe 2 ist dieses Silberding. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben uns das jetzt alles sauber gemacht, dass wir Überblick haben. Ist das was? Und sind Sie müde? Ja, ein bisschen jetzt. Aber auch da haben wir vorgesorgt. Wir haben nämlich zur Erprobung ein künstliches Intelligenzsystem aus China da. Das kann man, wenn man will, zuschalten. Ich hab mich gerade schon gefragt, ob da ein Navigationssystem für den Chef eingeschaltet wurde. Oder wo. Und da kommen so blaue Rahmen. Wir haben uns zuerst gefragt, ob das ein Polyp ist, dieses dicke Ding. Wenn man das wissen will, kann man NBI nehmen und das, Sie sehen diese kleinen Tüpfelchen und dann vergleicht man das mit nebendran. Ich glaube nicht, ne? Nein. Nö. Die Patientin war gut, jetzt suchen wir mal. Den Igel sieht man rechts oft nicht so. Den sieht man vor allem links und im Sigma. Ich habe mir nebenbei auf dem Tisch und werde nebenbei assistiert von Birgit mit den verschiedenen Schlingen, die wir denn zum Einsatz bringen wollen, wenn wir den Polypen eben halt gefunden haben. Es sollen 8 Stück sein, mindestens. Tja, jetzt kommt das Rätselbild. Einer ist schon drauf. Mhm. Aber die KI, sieht ihn auch nicht. Schade, ne? Ah ja. Das sind diese schleimbelegten Dinger. Das sind in der Regel serratierte Läsionen, wie sie jetzt heißen. Heißt ja, aber da schwächeln die Chinesen ein bisschen, ne? Heißt das, dass wenn ich einen verschmutzten Stuhl habe, KI nicht so effektiv ist? Mhm. Naja, eigentlich sollte er den schon sehen. So ab und zu erkennt er ihn, aber so richtig. Mhm. Es sieht aus wie eine stuhlbelegte Falte und das ist eben ganz typisch. Die sondern Schleim ab und sind dann so. Welche Schlinge möchten Sie? So, jetzt ist zwar eine Sendung über Strom, aber kalt ist das neue heiß. Und jetzt kennt er es, ne? Jetzt wird er ganz nervös. Wir nehmen jetzt mal eine Kaltschlinge für die kleinen und weichen. Es müssen auch noch größere Polypen, beschrieben ist bis 2 cm. Was haben wir da für eine? Wir haben eine Schlinge von der Firma Boston Kaltschling. Mal die Kamera von vorne, genau. Das ist eine von mehreren Kaltschlingen auf dem Markt. Und zeigen wir Ihnen das mal. Wenn es einen nervös macht, kann man es auch wieder ausschalten. Aber welcher Größe würden Sie kalt abtragen? Ja, der ist welche Größe wir kalt abtragen? Ach so. Ja, das wandelt sich gerade, also auf jeden Fall bis 5 mm, aber es werden auch weiche, größere gerade abgetragen im Rahmen von Studien. Jetzt machen wir es mal auf. Das ist diese Schlinge, die muss man dann so ein bisschen dagegen drücken. Jetzt sehen wir nichts mehr. Ist die also insgesamt weicher oder härter? Nee, nicht unbedingt. Die sind härter, die meisten. So, jetzt drehen wir uns so hin mit dem Gerät.
Ja, von der Größe ist es aber knapp, ne? Dreh uns da rein und zack, Guillotine. Ich wach, ne? Ja. Ratsch. Knapp. Gut. Ist sie raus, oder? Ja, raus. Und jetzt? Macht die Flechtung der Schlinge das einfacher, ist jetzt kalt abzutragen oder ist die Monofile dafür geeigneter? Ob es was einfacher ist? Die Flechtung der Schlinge, das war ja eben eine geflochtene Schlinge. Ja. Ist okay. Meinen Sie, das geht einfacher oder doch lieber mit so einer glatten Monofilen-Schlinge? Ich habe lieber glatte, aber das ist ein bisschen Ansichtssache. So, jetzt machen wir die KI wieder rein. Und fahren hier alles ab. Ein Polypen haben wir schon und der ist auch schon in der Falle. Wissen Sie, ob die Patientin irgendwie eine familiäre Vorgeschichte hat? Mit 40 ist das ja nicht unbedingt. Hat sie nicht. Mhm. Was man immer sieht, ist so ein Bürzelchen, ein weißes, nach der Kaltabtragung, so wie ein Stiel. Ja. Da gibt es auch eine Studie, die das histologisch untersucht hat, es ist kein Adenomgewebe. So, jetzt ist er fit geworden, ja, aufgewacht. Jetzt blitzt er. Und wieder, ja. Was möchten Sie? Ist ein bisschen größer, aber ich glaube, es geht immer noch kalt. Die ist allerdings tatsächlich, wie groß ist die denn? Wie viel Millimeter? 10 Millimeter. 10 Millimeter? Ja, 10 Millimeter. Wirkt zu klein, na gut. Schauen wir mal, da drüben glaubt er auch noch was zu sehen, nee. Oder sie, die künstliche Intelligenz, weiß man nicht. Ne? Mhm. So, auf wieder. Mhm. Gut, und wichtig ist, dass sie sich so dagegen pressen. Jetzt rutscht uns so das raus. Genau, drüber stülpen. Und zu. Schnell. Ups. Ja, ab. Zack. Jetzt bin ich abgerutscht. Ey, 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 jetzt geht's los. Mhm. Also wer ein solches Ding hat, hat auch mehrere. Mhm. Zum Beispiel hier. Wir können ja jetzt mal alternativ, jetzt haben wir hier, tun wir die Schlinge raus. Darf ich die rausziehen? Mhm. Wir können jetzt mal tatsächlich, eine ist mit die Werner etwas größer, den tragen wir mal mit Unterspritzung ab und heiß, so. Jetzt müssen wir das Gerät noch, das Elektrogerät so hinstellen, dass wir auch die Kamera drauf machen kann. Ich reiche jetzt eine Injektionsnadel an. Und wir haben eine Mischung gemacht nach der Eppendorfer Rezeptur. Und ja, und nun unterspritzen wir diesen Polypen zur Gewebeanhebung. Also das ist jetzt eine Größe, die geht kalt und heiß. Da, wenn das sowas Weiches ist, dann kann man es auch kalt machen, raus. Nadel raus. Und dann unterspritzen wir hier auf der Gegenseite, also nicht vorne zuerst unterspritzen. Soll ich? Jetzt. Hebt sich gleich an. Schauen wir mal. Ja, ich bin ein bisschen zu flach. Lass die Nadel draußen. Jetzt? Ja. Jetzt haben wir es uns, genau. Jetzt kommt wächst hoch. Es. Welche Größe von Schlinge Stopp. Wollen wir jetzt nehmen? Stopp, Och, Nadel ist zurück. Raus. Ja. Und jetzt nochmal. Jetzt spritzt man vorne hoch. Ja. Und dann sieht man erst recht, ne, vor dem Blau. Okay, jetzt. Dem markiert er sich in seiner ganzen Bösartigkeit. So. Gemeinheit. Hier ist noch was, oder? Nee. So, jetzt kommt, was nehmen wir denn? 15? Ja. 15 möchten Sie? Mhm. Ich bin ja ein Fan von monofilen Schlingen. Haben wir eine Monofile? Auch wieder von Boston, eine monofile Schlinge. Auch wieder von Boston. Ja. Gut. Allerdings bin ich Wir nicht... Wir haben sie geerdet. Seid ihr sicher, dass es monofile Schlingen gibt von Boston? Na, werden wir gleich sehen. Ja. Doch, auch eine geflochtene, keine monofile. Ja, dann hätten wir doch... Die alte. Auf. Mhm. Ist geflochten, schade. Ist geflochten. So, jetzt müssen wir uns das so einstellen. Wir haben uns auch eine Polypenfalle zwischen Endoskop und Absaugung gebaut.
uns so einstellen, dass wir da gut hinkommen. Das rutscht nämlich ein bisschen rum und die Schlinge liegt auch nicht so günstig noch. Und dann müssen wir mit dem Ding ein bisschen tanzen. Jetzt haben wir es nach unten. Aber wir sind noch falsch. Jetzt stülpt es sich rein. Moment. Wer mit den Polypen tanzt. Noch nicht. So, und zu? Zu, ich habe einen Widerstand. Gut. Und was haben wir jetzt für eine Einstellung? Wir würgen ihn mal ein bisschen. Das ist die 6 in dem Fall und eine Schnittdauer 1. Genau, jetzt Moment mal, ganz kurz. Ja. Wir können das ja jetzt leider nicht sehen. Ja, das Kabel reicht leider. Aber, also was mache ich denn mit dem Intervall, wenn ich mehr Koagulation haben will? Wenn Sie mehr Koagulation haben möchten, dann würden Sie das Intervall nach oben setzen. Das bedeutet genau. Aber zwei Schnitte, zwei Schneidephasen werden dadurch länger voneinander entfernt. Also insgesamt dauert es länger. Mhm. Sie haben zwischendrin längere Zeit Koagulation, wenn Sie intensivere Koagulation während des Schnitts haben wollen, würden Sie den Effekt nach oben steigen. Ich weiß nicht, ob man sie hört. Also jedenfalls, wenn man das so einstellt, da auf Force Coag, irgendwas wird jetzt gefilmt, ja wunderbar. Also zum Schneiden. Jetzt schneide ich mal, das machen wir dann beim nächsten. Ne? Genau. Man hört einen Pulsen, zack, so. Es auch ab. Jetzt ist es natürlich ein bisschen zu groß, um einzusaugen. Ne? Mhm. Das ist jetzt schön abgetragen. Okay. Bei den geflochtenen Schlingen gibt es da immer so ein bisschen Randgemurksel. Das ist bei den Monophilen ein bisschen besser, aber letztlich geben sich die nicht viel. Man muss sich an eine gewöhnen. Hier machen wir mal schnell wieder kalt, damit wir weitermachen können. Hier kam die Frage, so. Was ist die Eppendorfer Rezeptur? Welchen Cocktail mischt ihr? Was ist die Eppendorfer Rezeptur, Birgit? Ja, Nils macht es gerade. Moment. Also wir haben gerne Gelafundin und einem der Bläue, die ist entweder Indigo oder Methylen. Es ist eine Mischung aus Methylenblau mit G5 und zwar eine Ampulle Methylenblau auf eine halbe Ampulle auf 15 Milliliter G5 und die kommt dann in das Gelafundin zu 2 Milliliter. Warum tust du das G5 noch dazu? Würde man das Methylen mit dem mit normalem Nazel zusammenmischen, hat sich gezeigt, dass das auskristallisiert. Da bilden sich kleine Kristalle, die kann man in der Spritze sehen. Und deswegen mit G5 bleibt es eine schöne Lösung. So, jetzt nehmen wir den noch schnell mit. Sie sehen daneben natürlich den Unterschied. Da ist ganz schön viel Gewebe drunter. Also wenn man einen Polypen hat, der größer ist oder wo man sich nicht sicher ist und mehr Substanz drunter haben will, dann ist das die Technik der Wahl. Bitte auf. Und jetzt klemmert es da wieder so an. Moment. Jetzt sehe ich natürlich nichts. Aber ich glaube und zu. Aber nicht schießen. Nein, ich habe vielleicht einen Widerstand. Aber wir haben ihn erwischt, im Blinden. Ja. Und im Dreck auch noch. Also jetzt wird er gekillt. Soll ich killen? Bitte. Zack. So, jetzt sieht man die beiden nebeneinander, der Dicke und der Dünne. Petra, es kommt da was aus dem Chat. Und zwar hattest du das schon mal, dass wenn die kalte Schlinge sich nicht schließen lässt oder beziehungsweise trotz Schließen der Polyp nicht abgeknipst wird? Was kann da das falsch sein? Das habe ich noch nie erlebt. Ah ja. Wirklich, also. Hattest du das schon mal? Mhm. Hast du das? Okay. Gibt es da... Ich hatte so, das auch jetzt noch schauen nicht. Wir mal, ob wir den da durchziehen können. Möchten Sie sonst? Also es gibt ja unterschiedlich gute Kaltschlingen. Also ich würde in dem Fall dann auf eine heiße Schlinge umsteigen. Wahrscheinlich ja. Wir öffnen lassen und wieder umsteigen. Ja. Jetzt sieht man auch immer zwischendurch schön den Igel. Müssen wir noch den mechanischen Verschluss machen? Bei den thermisch abgetragenen. Ihr versucht das Ganze jetzt zu bergen. Oder was habt ihr jetzt vor? Schon wieder einer. Wollen wir wieder kalt oder... Was sagen die Vorsitzenden, kalt oder warm? Der sieht doch nach kalt aus. Wirklich? Nicht? Der ist ein bisschen größer. Machen wir noch einen. Dann machen wir einen warm. Warmen und machen mal vielleicht. Ohne Unterspritzung. Oder wollen wir wieder ein bisschen. Das, wenn schon dann. Also im rechten Kolon, glaube ich, ist immer so ein bisschen Vorsicht angesagt. Und der liegt ja direkt neben dem anderen. Ne?
hat gedacht, er könnte sich hinter dem verstecken. Und das ist ein ganz typisches Muster, ne? So diese kaum sichtbaren, glasigen Dinger. Hier mit MBI, hier sieht man den Dreck noch besser drauf. Die sind fast durchsichtig. Hilft da das bisschen Schmutz, um den zu identifizieren? Ja, so Schleim und Schmutz, und da muss man gucken. Ja. Also wenn es so weitergeht, haben wir die 8 bald im rechten Kolon. Ja, jetzt haben wir schon. Wir können ja vielleicht mal den Effekt zeigen und das Intervall ein bisschen runterstellen. Das war auf 6, oder? Das war jetzt auf 6. Was ist denn, wenn wir es auf 4 stellen? Dann wird ein bisschen weniger Koaxstrom gegeben, ne? Nicht wenig, für kürzere Zeit. Ja, aber dann kommt weniger an letztlich, ne? In der Koagulationsphase, ja, genau. Raus. So, jetzt wehrt er sich natürlich. Jetzt hier ein bisschen spritzen. Ich heb an. Jetzt. Jetzt, stopp. Nadel ist draußen. Ja, den lassen wir ruhig draußen. So, das ist ja das Schöne am Kolon, dass es nie gleich bleibt. Sehr viel Bewegung. Duckt sich's weg. Schauen wir mal, wo ist er denn jetzt, unser Freund? Ja, der war da dazwischen. Jetzt haben wir eine völlig andere Position. Da unten mal und müssen rüber, ne? Hinter ja. uns, hinter den. So, jetzt bedeckt er sich auch noch mit Stuhl. Spülen wir weg, ne? Den spülen wir weg. Ja, raus. Ist draußen noch. Ach, ist draußen. Ja, hätte man, Nils, hätte man doch mal kalt gemacht, ne? Ja, naja. Jetzt? Ich spritze wieder. Ja. Er kommt. Verschwindet da immer mehr, oder? Da ist er. Ja. Moment. Jetzt biegen wir ihn weg. Ja. Jetzt haben wir ihn. Ah ja, jetzt kommt so, er. Gut, ne? Ja. Nadel zurück. Ja, jetzt nehmen wir wieder dieselbe Schlinge. Nee, wir wollten jetzt mal eine Mono anbieten. Eine Mono, gut. 15er? Ja, Assistent redet mit. Soll ich gleich mal auf 4 runterfahren? Ja, jetzt aber haben wir auch eine andere Schlinge. Jetzt lassen wir mal dasselbe Intervall und schauen uns mal die Resektionsstellen an. Ah, das, ja. Aber das, mittlerweile geht die Peristaltik auch los, als würde sich das Kolon auch dagegen wehren wollen. Ne? Ja, ja. Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Peristaltik, Stuhl. Zu minimieren. Aber wir fahren jetzt da wieder rein, so ein bisschen. Ich mache mal die künstliche Intelligenz aus, dass sie uns nicht stört. Und na, so, das passiert auch, hier ist übrigens der nächste, oder? Nee. Das passiert auch manchmal, dass man da nicht mehr so gut hochkommt, weil zu viel Luft drin ist. Aber Petra macht jetzt ihren berühmten Griff. Und dass sie mich nicht so aufschieben muss. Ich halte das nochmal weg. Ja, ja. Ich muss jetzt nochmal nachgreifen. Kolonkompression, das ja, kann man genau. auf einem unserer älteren Videos auch nochmal sehen. Hier ist übrigens noch einer. Genau. Jetzt genau. Ah, wunderbar, ist das nicht schön, Mensch. Wahnsinn. Also wer jetzt diesen Griff nochmal genau sehen will, ohne die Decke drüber, der kann noch eins unserer älteren Videos anklicken. Ja. So, jetzt. Ich lass los. Ja. Mal auf. Ich glaube, er wehrt sich. Wir müssen uns sozusagen zweiteilen. Wir hätten vielleicht nimmt die Birgit die Schlinge und sie machen ihren wunderbaren Griff. Und dann kommen wir dazwischen rein. Wie geht er jetzt zu? Moment. Wir hätten auch noch einen anderen Raum mit noch einer Patientin und der Nicole anzubieten, wenn Sie sich nochmal stabil positionieren wollen. Ja, ich würde sagen, den machen wir noch. Ja, herrlich. Ist es so auf. Wunde ist perfekt, ist geradezu ah, ja. zum immer, Schwärmen. Immer wenn man aus dem Plenum sagt, wir wollen weiterschalten, dann geht es richtig gut, oder? So ist es. Und langsam zu. So, jetzt heben wir es schön hoch, damit wir nicht zu nah dran bleiben. Und jetzt nehmen wir mal denselben Strom, haben wir gesagt.
Es ist immer gut, dass Sie den Blick nach unten machen, wie ich, und schauen, wo Sie jetzt da drauf treten. Nicht, dass Sie aus Versehen auf Blau treten oder sonst irgendwo hin. Also ich trete auf Gelb. Und man hört es pulsen. Das waren jetzt nur zwei. Und wir schauen uns mal die Fläche an. Möchten Sie einen Clip? Viel Unterschied ist nicht, ne? Nö, aber ein Clip. Vielen Dank für die wunderbare Halterung. Ich glaube nicht, dass wir, die sind nicht groß genug. Zu klippen. Also es gibt eine neuere Studie, dass die rechtzeitigen ab 2 Zentimeter, die größeren, dass man die klippen soll, weil die ein bisschen weniger bluten. Aber die ist jung, hat keine Risikofaktoren. Ja, vergleichen wir mal die Resektionsstellen. Bisschen verkokelter ist es, ne? Das ist die eine mit der geflochtenen, da ist aber auch schön. Und die andere, das ist jetzt ein bisschen Geschmackssache. Naja. Und jetzt sieht man die Ärmchen wieder, ne? Mhm. So, gut. Ja, also wenn ihr in einen anderen Raum gehen wollt. Wir kommen mal wieder zurück, keine Sorge. Ja, nee, wir haben keine Sorge. Jetzt kommt eh wieder kalt. So. Es kommt wieder kalt. Auf die Frage aus dem Chat. Jetzt kommen noch mal die zwei, die kriegen wir jetzt benutzen hier einsammeln. Bei uns. Wollen wir die CO2. Einen mit dem Netz? Da müssen wir aber, da müssen wir wieder. Soll ich das, wir würden jetzt ganz gerne mal einen anderen Raum rüberschalten, in den Raum 4. Wir waren zwar jetzt schon mitten in der Koloskopie, aber wir würden ganz gerne noch mal ein paar Aspekte bezüglich Lagerung und auch Positionierung der HF-Neutralelektrode besprechen. Und da würde ich noch mal Nicole Jort bitten und den Herrn Greskowiak, um noch mal einige Sachen zu besprechen. Können wir umschalten? Ja, da sehen wir Sie schon. Hallo. Hallo. Herzlichen Dank und auch von unserer Seite. Schön, dass Sie zugeschaltet haben. Wir werden jetzt nochmal die HF-Chirurgie anwenden an einer Patientin, und zur Verfügung gestellt hat sich die Maike. Ja, wir fangen an mit der Positionierung der Patientin. Die Patientin liegt zu einer Intervention auf der linken Seite, die Beine leicht angewinkelt oder sogar in der stabilen Linksseitenlage. Wir haben Maike jetzt auf die linke Seite gelagert, die Blutdruckmanschette auf den rechten Arm gelegt und die Flexhülle auf der linken, auf dem Handrücken, damit wir sie auch schön im Blickfeld haben. Wichtig ist, falls wir hier noch kleine Kopfunebenheiten haben, die einfach mit so einem kleinen Tuch, dass sie bequem liegt für die gesamte Zeit. Ja, was haben wir jetzt? Wir beginnen mit der HF-Chirurgie und müssen erstmal die Neutralelektrode positionieren. Positionieren bedeutet, wir suchen uns ein Feld aus, wo sie dicht auch an dem Interventionsfeld liegt. Das heißt, hier in dem Fall können wir gut den rechten Oberschenkel wählen. Korrekt. Man muss bei den Neutralelektroden unterscheiden. Mittlerweile im europäischen Raum haben sich die geteilten Neutralelektroden durchgesetzt. Das heißt, geteilt, man hat eine linke und eine rechte Seite. Und bei der Patientin sehen wir auch, dass eine geteilte aufgeklebt worden ist. Hat zum Vorteil, dass der HF-Generator erkennen kann, ob die Neutralelektrode sauber verklebt ist oder ob sie sich löst während der Prozedur. Und würde sie sich lösen, schaltet der Generator automatisch ab. Es gibt Unterschiede bei den geteilten Elektroden. Das ist ein etwas älteres Modell. Das heißt, es gibt eine Längsseite, und die ist länger als diese Querseite. Hier muss man darauf achten, dass die längere Seite zum Operationsfeld zeigt. Das heißt, nicht so aufkleben, sondern so. Hat den Hintergrund, ich hatte es eben schon mal erwähnt, bei Grundlagen HF, die Stromdichte. Wenn man jetzt überlegt, der Strom kommt vom ET-Instrument, geht durch den Körper, trifft hier wieder auf die Neutralelektrode, kann der Strom sich hier besser verteilen, und die Neutralelektrode wird nicht so warm. Würde man sie so platzieren, treffe der Strom als erstes hier an der Spitze auf die Elektrode und die Spitze wird sich mehr aufwärmen als die anderen Teile hier. Nimmt man jetzt eine modernere Elektrode, verteilt sich der Strom aufgrund des Äquipotentialrings, der führt einmal hier außen rum, ganz gut über die gesamte Fläche der Elektrode. Das heißt, bei diesem Typ von Elektrode ist es nicht so entscheidend, ob ich sie so klebe, so oder so. Das heißt, das gibt dem Anwender mehr Freiheit, kann man sagen.
Nun haben wir hier eine Patientin. Nicole, warte mal, wir müssen mal kurz eben rüberschalten. Wir kommen sofort wieder zu euch rüber. Okay. Wir sind ja flexibel und gehen mal kurz zu Professor Rösch in den Raum zurück. Wir wollen die Polypen ja jetzt bergen. Die lassen wir sich sind nicht wieder so bei euch. Ja, wir wissen das und wir sehen das. Gut. Wir wollen die jetzt bergen, weil sie nicht angesaugt werden können. Und jetzt haben wir ein Netz genommen von der Firma US Endoskopie. 3 cm. Mal auf. Das habe ich ein bisschen angefeuchtet. Ist so wie so ein, es geht jetzt schwer raus. Sollte man das anfeuchten, Petra? Ja, also da habe ich gerade den Tipp vom BG gekriegt, dass die das hier so machen. Und ich glaube, das ist ganz gut. Also dann wäre das in Zukunft dann auch. Dann flutscht es besser. Ja. Das ist schön. Und es entfaltet sich dann besser. Das ist einer und dann haben wir eigentlich noch einen zweiten gerade gehabt. Wo ist der hin verschwunden? Den und jetzt haben wir das so ein. Halt. Das ist der nächste. Das heißt, ich kann mehrere in dem. Ja, ich kann mehrere einfangen. Auf wieder. Ich mache wieder auf. Hoppala. Das haben wir verloren, ne? Eigentlich sollte da hinten was bleiben, ne? Ja, da hinten in der Ecke. Ah. Also das Prinzip bei diesen Netzen ist, dass man einen einfängt und zumacht, wie jetzt. Ja, ich mach zu. Ja, und wenn man dann wieder auf, achso, jetzt sind sie ja, na, da war er, auf. Auf. Und das schwächelt ein bisschen. Habt ihr nicht beide in der Ecke da liegen? Nee. 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 Nur einer. Und zu? Leider. Jetzt habe ich aber... Und dann, wenn man den anderen fangen will, macht man es nochmal auf, dann geht eigentlich nur hinten auf und vorne bleibt. Machen wir mal vorsichtig. Ja, so, ja, so, genau. Ne? Seht ihr? Ja, und zu. So, jetzt haben wir beide. Als hätten wir es schon mal gemacht. Ja. Ne? So, jetzt vielen Dank. Jetzt gehen wir raus und wieder rein und suchen weiter. Okay, und dann wir verlassen euch kurz und kommen dann gleich wieder zurück. Ja, wunderbar. Wir sind wieder auf Sendung. Wir haben jetzt hier eine Vorzeigepatientin. Was ist eigentlich, wenn wir eine Patientin haben, die eine Hüftprothese besitzt oder eine Knieprothese? Wo können wir da noch mit unserer Neutralelektrode spielen? Wo können wir sie anbringen? Ist vielleicht die Flanke nachher der entscheidende Punkt oder Unterschenkel? Unterschenkel wird auch gerne für die Neutralelektrode verwendet. Was sagen Sie dazu, wenn ich sie auf den Unterschenkel klebe? Also die allererste Wahl ist natürlich der oben liegende Oberschenkel, weil da das Gewebe am besten durchblutet ist, aufgrund der Muskulatur. Wenn man jetzt die Neutralelektrode weiter unten aufkleben würde, kommt man mit dem Strom, der Strom fließt dann von der Neutralelektrode, unter anderem auch durchs Kniegelenk. Und das Kniegelenk ist dafür denkbar ungeeignet, weil sich dort wenig Muskelfasern befinden und da kann sich sehr stark aufheizen. Das heißt, man sollte immer oberhalb des Kniegelenks platzieren. Wie ich schon sagte, die allererste Wahl wäre der oben liegende Oberschenkel. Zweite Wahl wäre, wenn zum Beispiel das eine Bein eine Prothese ist, die andere Seite, der linke Oberschenkel, auch kein Problem, auch wenn die Neutralelektrode dann quasi zwischen Bett und Patienten platziert ist. Ist nicht so komfortabel anzubringen, aber wäre auch möglich. Okay, das war immer so meine Frage. Ist das auch ein Problem, wenn man auf dieser Neutralelektrode liegt? Nee, gar kein Problem. Also ich hatte schon Fälle bei einer ESD, wo der Patient stark gewendet werden musste, um mittels der Schwerkraft die Prozedur zu Ende führen zu können. Und da war die Neutralelektrode auch zwischen Bett und Patienten. Das war gar kein Problem. Die Neutralelektroden selbst sind ja... Wie in eine Seite isoliert, deswegen, ja. Wie sieht es denn aus mit Herzschrittmachern heutzutage? Würde man empfehlen, die vorher auszuschalten oder hinterher in die Schrittmacherambulanz zu geben, die Patienten? Genau, angenommen, man kann die Neutralelektroden nicht am Rumpf unten platzieren irgendwo, sondern man muss an die Arme gehen. Da würde man als erstes den rechten Oberarm wählen. Und wenn auch das nicht geht und man muss zwingenderweise an den linken Oberarm, dann fließt natürlich der Strom über den durchs Herz, zum Beispiel zum Kolon. Da muss man super vorsichtig sein, da muss man unbedingt in Kontakt treten, auch mit dem Herzschrittmacher und ein paar Regeln beachten. Das heißt, beim HF-Generator gibt es Modi, die arbeiten mit sehr hohen Spitzenspannungen, die sollte man meiden und grundsätzlich die Leistung vom Generator, soweit es irgendwie möglich ist, reduzieren auf ein Minimum, um alle möglichen Sicherheitsaspekte zu beachten. Aber unbedingt mit dem Herzschrittmacher nochmal in Kontakt treten. Ah ja, vielen Dank. Ja.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Hautoberfläche. Wie sieht es mit narbigem Gewebe aus? Wie ist es, wenn die Haut sehr feucht ist? Macht es was? Sollte man sagen, cremen Sie sich bitte vorher nicht die Haut ein? Genau, es gibt verschiedene Fälle. Mittlerweile sind die Klebstoffe an Elektroden sehr fortgeschritten. Sie kleben sehr, sehr gut, auch wenn der Patient eine gewisse Behaarung hat, da muss man nicht unbedingt rasieren, aber wir raten immer dazu, wenn die Behaarung stärker wird, also überdurchschnittlich ist, dann sollte man unbedingt diese Stelle einmal rasieren, damit das vernünftig klebt. Wir hatten Fälle, oder ich habe es gesehen, dass sehr viel Körperlotion aufgetragen war am Oberschenkel und die Klebung so ein bisschen am Rutschen war. Da haben wir sofort die neutrale Elektrode weggeschmissen, das einmal entfettet, sage ich mal, und dann nochmal neu aufgeklebt, weil diese Schicht wirkt wie eine Isolation. Und dann sind nur Teile von der Neutralelektrode, die den Strom transportieren. Und an den Stellen kann es dann heiß werden und zur Verbrennung kommen. Wenn ich beim Aufkleben der Elektrode Falten auf einmal erzeuge, also die nicht plan aufkleben kann, kann ich die dann trotzdem wieder entknicken oder soll ich dann auch auf jeden Fall eine neue Elektrode nehmen? Ist interessant. Ich würde sagen, wenn es ein ganz kleiner Knick ist, kann man das ignorieren. Wenn das ein deutlicher Knick ist, würde ich immer empfehlen, eine neue Elektrode zu verwenden. Also definitiv. Wenn man irgendwelche Bedenken hat mit der Neutralelektrode, immer eine neue verwenden. Mittlerweile sind die Generatoren relativ clever und messen auch die Ströme, die zurückgeführt werden über die Neutralelektrode und können auch schon Warnmeldungen ausgeben. Also hier kam jetzt gerade eine Frage rein bezüglich, ich habe eine Patientin mit zwei Endoprothesen, also eine doppelte, eine beidseitige. Genau. Kann dann auch auf den Rumpf geklebt werden? Oder ist das zu nah am OP-Feld? Also ich würde in dem Fall auf den Rücken gehen. Das heißt, welche Stelle genau? Ja, hier unten. Hier unten, hier wäre so. Könnt ihr das nochmal einstellen mit der Kamera? Geht das? Ah ja, super. Wir würden... Genau, also einfach, ich würde sagen, im unteren Drittel vom Rücken... Und dann ist es ganz egal, ob die obere Seite oder die untere Seite. Da würde ich in dem Fall die Neutralelektrode platzieren. Aber nicht direkt auf die Wirbelsäule, sondern eher seitlich dann. Genau, auf jeden Fall seitlich von der Wirbelsäule. Nicht mittig, sondern entweder auf der linken Seite davon oder auf der rechten. Und wenn der Patient da behaart ist, dann rasieren oder nicht rasieren? Genau, wie ich eben sagte, je nachdem, wie stark die Behaarung ist, in der Regel ist es an der Stelle sowieso nicht so stark. Dann kann man es auch mal, die 10 Härchen kann man noch mit einkleben, das ist kein Problem. Es ist ein bisschen mehr, sollte man Einwegrasierer nehmen und einmal die Stelle sauber machen. Ich wollte nur noch mal ganz kurz einschieben, Einwegrasierer lieber nicht. Ein Trimmer wäre da angebracht, weil mit Einwegrasierern und Rasieren ist immer auch ein zweischneidiges Schwert. Aber noch eine andere Sache. Wegen den Mikroläsionen sollte man vielleicht mal erklären, dass man mit dem Einwegrasierer doch die Haut doch sehr irritiert und halt eben kleine Mikroläsionen macht, die dann halt eben entsprechend Probleme machen, wenn dann die HF-Chirurgie darauf kommt. Genau. Wie ist das mit Tätowierungen? Wir haben ja häufig, ich komme aus Berlin, wir haben viel Körperschmuck, wir haben viel tätowierte Menschen. Macht das was? In der Vergangenheit war die Farbe der Tätowierung noch teils mit Art Metallen angereichert. Da hat man gesagt, unbedingt diese tätowierten Stellen meiden. Heutzutage ist es nicht mehr so, aber wenn man eben sich nicht ganz sicher sein kann, wo wurde dieser Patient tätowiert, welche Farbe wurde verwendet, würden wir einfach, um auf der sicheren Seite zu sein, immer sagen, niemals auf eine Tätowierung kleben. Wenn es natürlich nicht ganz anders, wenn es keine Alternative gibt, dann sehe ich da in erster Linie kein großes Risiko, aber wenn man es vermeiden kann, sollte man es. Und Piercings entfernen, ne? Piercings entfernen genau das Gleiche. Viele sagen, ja, sie sind sowieso aus nicht leitenden Metallen, aber auch hier kann man sich nie sicher sein. Deswegen alle Register ziehen, um möglichst hohe Patientensicherheit zu gewährleisten. Wichtig ist, dass wir den Patienten, bevor wir die HF-Chirurgie anwenden, schützen und aufpassen, dass sie keine metallischen Gegenstände berührt. Dann haben wir hier eine ganz wunderbare Patientin, die auch einen wunderbaren BMI hat. Wie sieht es aus bei Patienten und Patientinnen, die adipös sind, die kachektisch sind? Was machen wir da? Genau, wenn wir Patienten haben mit einem sehr geringen BMI, da gehen wir auch in der Regel davon aus, dass die Muskelmasse entsprechend zurückgebildet ist und das Gewebe an sich recht schlecht leitfähig ist für Strom. Und da empfehlen wir größere Patientenplatten. Das heißt, wenn die in der Regel, das ist nur ein Beispiel, angenommen, wir haben den Durchmesser für den normalen Patienten, dann empfehlen wir für Patienten mit einem sehr geringen BMI größere Platten.
Und das Gleiche gilt auch für adipöse Patienten, weil hier das Gewebe sehr stark mit Fett durchsetzt ist und auch dementsprechend schwer leitfähig ist. Und um da die Stromdichte möglichst gering zu halten, auch hier große Patientenplatten verwenden. Und noch ein Satz zu der Isolierung des Patienten. Das ist deswegen so wichtig, weil es zu Ableitströmen kommen kann. Das heißt, der Strom geht nicht vom Generator ins Instrument in den Patienten zurück über die neutrale Elektrode, sondern es gibt Querströme, die zum Beispiel ins Bettgestell gehen und dann in den Boden und dann zurück in den Generator. Der Generator, der ESG 300 von Olympus, der misst diese Ableitströme und gibt eine Warnung, wenn es so sein sollte. Und die Gefahr dabei ist, dass sich der Patient oder auch die Krankenschwester oder der Arzt verbrennen können. Angenommen, der kleine Finger befindet sich so ein bisschen am Metall vom Bett. Da hat man eine sehr hohe Stromdichte in dem Moment und da kann es zu Verbrennung kommen. Deswegen unbedingt den Patienten isolieren. Wie ist es bei Säuglingen? Haben wir da extra Platten oder? Genau. Für Säuglinge gibt es speziell kleinere Neutralelektroden, weil man davon ausgeht, dass der Platz, der zur Verfügung steht, relativ gering ist, sehr begrenzt ist und da gibt es deutlich kleinere Neutralelektroden. Und hier gibt es auch besondere Einstellungen, die insgesamt vom Energieeintrag her moderater sind, schwächer sind für Säuglinge. Kann ich zusammenfassend mal sagen, es ist wichtig, dass wir den Patienten trocken lagern, dass wir ihn gut isolieren, dass er nicht an Metall stößt, dass die Neutralelektrode, dass es der Oberschenkel erste Wahl bedeutet, Haut auf Haut ist kein Problem. Nee. Und dass man sie auch unterhalb anbringen kann, die Neutralelektrode. Gibt es noch etwas? Möglichst Piercings entfernen, auf Implantate, den Patienten unbedingt auf Implantate fragen. Manchmal ist es nicht in der Patientenakte vermerkt, dann nochmal fragen, solange er nicht sediert ist. Und bei Herzschrittmachern oder beim Defibrillator immer dann auch gucken, eng mit dem Kardiologen zusammenarbeiten. Genau, möglichst tiefe oder schwache Settings verwenden mit nicht so starken Spannungsspitzen. Also, ja. Vielen Dank. Wir würden ganz gerne mal wieder zurückschalten in den Untersuchungsraum. Wir Herr sind Professor. Wir ja, wir sind schon deutlich auf dem Rückzug. Oh. Haben jetzt mittlerweile 7 abgetragen. Immer schön mit der Kaltschlinge. Weil die ganz klein waren. Weil die ganz klein waren. Hier ist so der typische Aspekt, ne, mit diesem kleinen weißen Zipfelchen. Mit der Kaltschlinge, das Ergebnis. Ja, genau. Zwischendurch kam hier aber auf jeden Fall noch eine Frage, die ich gerne an den Professor weitergeben würde. Denken Sie, es macht Sinn, wenn man einmal aufs Pedal tritt und sozusagen dann schon mal vorher ein bisschen koaguliert und dann abträgt? Wechselnde Fußtritte. Sozusagen eine Vorkoagulation mit dem blauen Schalter und dann mit Gelb abtragen. Ah, so steht es hier. Wenn genügend Platz drunter ist, vielleicht, aber sonst eher nicht. Ich finde ja, dass man kann ja im rechten Kolon den Strom ein bisschen runterschalten oder den Koagulationsgrad ein bisschen rausnehmen, aber sonst sollte man im Prinzip für die Polypen oder EMR sich eine Technik angewöhnen und die perfektionieren. Ja, die künstliche Intelligenz schlägt wieder an. Ja, sie ist jetzt aufgewacht, während wir langsam müde werden. Ja. Ne? Herr Uffinger, was sagen Sie dazu? Sollte man da mal einen Modus unterbrechen? Wie ist das? Eigentlich sind der EndoCut-Q, der in der Polypektomie vorgesehen ist, wenn Sie ein RB-Gerät haben, da sollten Sie eigentlich einfach den Polypen greifen, lockeren Widerstand, nicht quetschen und dann auf dem gelben Fußschalter stehen bleiben. Kann manche seltene Fälle geben, wenn Sie wirklich eine große Läsion haben, die Sie abtragen wollen, dass es sich manchmal lohnt, eine kleine Vorkoagulation zu machen. Aber an sich ist dieser Mode so gestaltet, dass es nicht notwendig ist. Also man hat in der Regel, auch wenn man den gelben tappt, keine Vorteile, sondern eher Nachteile. Einfach draufbleiben, das ist komplett durchgeregelter Mode, der automatisch zwischen Schneiden und Koagulieren abwechselt. Ja. Also so das mit dem nicht zuziehen und dann schneiden und dann zuziehen, das kann man machen, aber da muss man sehr gut eingespielt sein. Und ich lasse lieber fester zuziehen und lieber habe ich eine Blutung als eine Perforation.
Man kann auch, wenn man Angst hat, dass man zu tief ist, da ein bisschen warten und hin und her wackeln, sodass die Muscularis nach außen rutscht. Das sind alles Dinge, vor allem im rechten dünnen Kolon, sodass man stärker zuzieht und dann ja, sich die Muscularis rausmassiert. Hier sieht man jetzt die Ärmchen wieder. Wir sind jetzt bei 40. Hey. Das ist vielleicht ein Adenom. Das sieht ein bisschen anders aus, ne? Ja, wieder unterspritzen. Sollen wir noch einmal mit Hitze, ne? Und Sie unterspritzen? Ja, ein bisschen, kleines bisschen. Das sind Adenömchen. Das andere sind eher serratierte. Also letztlich entscheidet es die Histologie, aber... Jetzt geht das wieder mit Mono abtragen. Wir gehen so langsam auf 6:30 zu, ja. Aber wir bleiben noch ein bisschen bei euch. Ja, wir sind auch gleich soweit. Genau, wir gleiten dann mit dieser... Ich fürchte, dass wir nicht mehr schaffen, in den anderen Raum nochmal rüberzuschalten. Aber... Naja. Ja, aber ich denke, es kamen schon einige Sachen sehr, sehr gut zur Sprache. Raus. Ne? Ja. So ein kleines bisschen jetzt. Ich spritze, ne? Ja. Ansonsten... weiter, das Video weiter unterstützen, da sitzt er. Dann machen wir so, es einfach und mal. Und jetzt die Mono. Also sieht man wirklich einen schönen Effekt, auch dass man wirklich Blau durchaus halt eben auch verwenden sollte. Ne? Dass man sehr gut sehen kann, wie groß der Polyp dann wirklich ist. Ne? So, jetzt schalten wir mal ein bisschen runter auf 4. Also bei den Kleinen ist es ja jetzt nicht so auf. Jo. Stopp. Zu. So, ich habe... Auf. Bisschen, mal auf. Also, ja. Das ist jetzt ganz knapp. Wenn Sie ein bisschen drunter wollen, müssen Sie jetzt zu. Zu. Müssen Sie ein bisschen... mag er nicht. Auf. Noch auf? Ja. Ja. Das ist jetzt etwas Spielerei. Jetzt ist er gleich ab, siehste. Auf. Ja. Ich wollte Ihnen zeigen, wie man ein bisschen Gewebe mitnimmt. So, jetzt zu. Ja. So, ja. Das müssen Sie vor allem machen im Rektum, wenn Sie nicht sicher sind, ist es ein Adenom oder könnte es vielleicht ein neuroendokriner Tumor sein. Da braucht man dann Sicherheitsabstand unten. Ne? Okay, und jetzt Widerstand. Jetzt sollte etwas weniger insgesamt koaguliert werden, weil es kürzer ist. Genau, die Pulse kommen sehr schnell hintereinander jetzt. Aha. Aber Ui. Es dauert ungefähr dreimal so lang. Ja. Okay. Wie sieht das da aus? Oh. Oh, oh. Clip. Tja. Grau ist alle Theorie. So. Ehrlicherweise, jetzt schubst man den mal weg. Mhm. Ist das ja eine richtige Kokelgeschichte, ne? Zu viel gekokelt. Vielleicht kann ich da kurz was zu sagen. Ja, bitte. Wenn man sehr viel Gewebe greift, dann dauert es vergleichsweise lange. Jetzt haben wir da auch, nehmen wir mal an, auch Kochsalzlösung mit drin. Sehr gut leid, gar nicht. Oder, gut, da weiß ich jetzt die Leitfähigkeit nicht. Ja, gut, man kann ja theoretisch auch mit Kochsalzlösung. Aber die Unterpolsterung, die wird natürlich jetzt den Strom. Also wichtig fürs Schneiden mit Strom ist die sogenannte Stromdichte. Und indem man recht viel Gewebe greift, verzögert sich der Anschnitteffekt tatsächlich. Deswegen hat es jetzt in dem Moment auch länger gedauert. Das kann man öfter beobachten, wenn man sehr viel Gewebe in der Schlinge hat. Manchmal dauert es auch etwas länger, wenn man eine polyphile Schlinge hat. Ja, na vielleicht. Ich glaube, die anderen zwei Polypen, die schneller gingen, waren ungefähr doppelt so groß und da war doppelt so viel Gewebe drunter, aber gut. So, also wir gucken jetzt nochmal rein und schauen, ob noch unten was ist. Aber was Großes ist nicht mehr. Und können gerne bei uns bleiben, solange Sie wollen. Zumindest bis wir fertig sind. Das ist es 6:30, aber wir werden vielleicht noch mal einen Hinweis noch. Wir werden von der DGEA aus noch weitere Kurzvideos drehen. Wir haben auch auf der Seite vom Endoskopie-Campus jetzt bereits einzelne Sequenzen vorgehalten. Da kommen jetzt noch weitere hinzu, sodass Sie da halt eben auch die Aspekte, die jetzt von Nicole Jord und Philipp Kreskowiak angeschnitten worden sind, da auch nochmal ausführlich wiederfinden werden. Und wie schon gesagt, wir werden auch neuere Videos noch mit da drauf
setzen. Das werden wir sicher jetzt im Frühjahr halt eben, ja, haben wir verschiedene Sendetermine, sodass wir dann das halt eben auch dann auf die Homepage, auf die Webseite vom Endoskopie Campus finden. Also es lohnt sich da immer wieder nochmal nachzusehen, ob was Neues halt eben online ist. Vielleicht auch ganz interessant, wir haben ja verschiedene Endoskopiezirkel von der DGEA und es haben sich jetzt halt eben auch Endoskopiezirkel hier vor den Computern zusammengefunden. Und Public Viewing, ja, würde man sagen. Einen ganz lieben Gruß an die Baden-Württemberger Nord, die wahrscheinlich in Ludwigsburg oder in Stuttgart sitzen und die sich ganz kräftig hier am Chat mitbeteiligt haben. Also ganz liebe Grüße an euch. Also es lohnt sich auch, in die EZRs von der DGEA hereinzugehen, an den Sitzungen teilzunehmen. Da passiert immer eine ganze Menge. Ja, es ist jetzt gleich 5:05, Professor Rösch. Was machen wir mit Ihrem Kolon? Wir machen hier doch, weil das ein bisschen klafft, ne? Doch ein ordentlich, ja, es klafft jetzt nicht. Also das ist kein Loch, aber es ist eine größere Brennfläche. Wir machen das jetzt, raffen das jetzt mal ein bisschen. Ihr habt zwischendurch schon einen Clip gesetzt, wie ich sehe, während wir gebabbelt haben. Und jetzt habe ich leider die dritte Hand vergessen, deswegen hilft mir Birgit. Aber das zeigt durchaus halt eben auch, dass man Koloskopie auch durchaus nur im Team halt eben hinbekommt, dass man sehr gut auch eine dritte Hand halt eben gebrauchen kann, wenn es halt absolut eben um die Einstellungen geht. Bei schwierigen Abtragungen ist eine dritte Hand oft, wenn Gold man nicht wert gescheit hinkommt, und ist eine dritte Hand fast unerlässlich. Liebe dritte Hand, bisschen rein. So. Ich habe ein Drehbein, einmal Clip. Ja. Von Microtech, oder? Von Microtech. Ja. 16 mm. So. Ja. Geht das, Birgit? Ja, das dauert. Ein bisschen Geduld. Sind wir immer noch dran? Ja, ne? Jetzt kam doch noch mal eine Frage rein, und zwar, wann Sie Buscopan geben würden. Bald. Bald. Ihre Geduld ist langsam zu Ende. Aber jetzt noch mal. Auf. Es hilft durchaus bei der Beurteilung. Schuss. Ja. So. Ja. Das ist ein Endoskopietanz bisschen, ne? Den wir zwei, drei da machen. So. Schauen wir mal, ob der Fernschuss was gebracht hat. Ja. Noch eine in die Mitte, ne? Noch eine in die Mitte. Jetzt wäre es schön, immer dann, wenn man nicht, wenn man keinen Clip hat, dann hält es schön ruhig, ne? Tja. Ich denke, wir müssen langsam auch zum Ende kommen. Ja, klar. So leid es mir tut, ihr habt noch ein bisschen zu tun. Kleines bisschen. Ja, ein kleines bisschen. Aber vielen Dank, dass wir zuschauen durften. Und auch vielen Dank an die Zuschauer, die uns zugesehen haben. Und mit den vielen Fragen beigesteuert haben. Wir werden das Ganze noch wieder aufarbeiten und sicherlich einzelne Clips nochmal wieder auf die Endoskopie Campus Webseite setzen. Ja. Und wie schon gesagt, es kommen noch neue Sachen dazu, wie halt eben auch die Sachen, die jetzt von Nicole Jort halt eben angesprochen worden sind bezüglich Lagerung. Und ich denke, wir haben gut mal die Grundlagen auffrischen können bezüglich HF-Chirurgie und APC. Und das hat einmal gezeigt, dass viel Fachwissen auch da halt eben vonnöten ist, um die ganze Technik halt eben auch sicher beherrschen zu können. Oh ja, ja. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank nochmal an die Hamburger, dass wir hier bleiben, hier sein durften. Wir sind immer sehr, sehr gerne hier. Vielen Dank nochmal an die Teams in den Untersuchungsräumen. Und vielen Dank auch nochmal für die Unterstützung der beiden Firmen, Erbe und Olympus, die uns halt eben auch hier nochmal mit Vorträgen auch unterstützt haben. Ich denke, es war auch nochmal eine interessante Mischung. Ansonsten wünschen wir Ihnen einen schönen Abend und vielleicht noch ein nettes Beisammensein, wie beim EZR Baden-Württemberg oder wo immer Sie sind. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.